Herzlich willkommen zu unserer Lesung Gemeinschaft der Ungewählten, Umrisse eines politischen Ethos der Kohabitation von Sabine Haag hier in der Heinrich-Böll-Stiftung live vor Ort und natürlich auch online. Ganz herzlich willkommen alle, die den Weg in die Schumannstraße gefunden haben. Wir freuen uns sehr. Wir haben Sabine Haag und ich, genauso wie Sascha Salzmann, ich werde alle noch genauer vorstellen, haben uns lange überlegt, machen wir es noch analog oder nicht? Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir das sehr, sehr gerne, auch das Thema der Gemeinschaft, analog hier mit Ihnen gemeinsam, so gut es geht und so sicher es geht, besprechen werden. Insofern herzlich willkommen hier in der Schumannstraße, genauso wie online. Sie wissen ja, die Lesung findet auf Deutsch und auf Englisch statt. An der Stelle schon mal ganz herzlichen Dank an unsere Dolmetscherinnen Sarah und Max. Und ich hoffe, Sie haben online jetzt schon den richtigen Knopf unten bei Zoom gefunden, damit der Kanal für Sie stimmt. Mein Name ist Ines Kappert. Ich leite gemeinsam mit Henning von Wagen das Gunter-Werner-Institut und zusammen mit Julia Hartlib, die hier vorne sitzt, und Martin Sommer vom Tagungsbüro haben wir diese Veranstaltung vorbereitet. Und damit kommen wir zu unseren Gästinnen auf dem Podium. An allererster Stelle natürlich die Autorin Sabine Haag. Viele von Ihnen und euch kennen natürlich Sabine Haag, aber vielleicht habt ihr und sie nicht gewusst, dass sie 1962 in Otzendorf geboren ist. Das ist für mich neu gewesen. Sie ist Soziologin, beziehungsweise Sabine Haag verwendet kein Pronomen. Ich lerne das noch. Sie ist Soziologin und Professorin für Gender Studies an der TU Berlin, wo Sabine Haag auch das Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung leitet. Zudem ist Sabine Mitherausgeberin der Zeitschrift Feministische Studien. Ich und sicherlich viele andere von Ihnen kennen Sabine Haag als leidenschaftliche Hochschullehrerin, die gleichzeitig der Institution Universität durchaus kritisch gegenübersteht und immer wieder aufs Neue versucht, akademisches Wissen und Handeln und aktivistisches Wissen und Handeln in Dialog zu bringen. Die Publikationsliste von Sabine Haag ist echt lang. Deswegen möchte ich nur auf eine kleine Auswahl hier an dieser Stelle aufmerksam machen. Ich denke, man kann nie genug an dissidente Partizipation erinnern. Eine Diskursgeschichte des Feminismus, die Sabine Haag 2005 bereits veröffentlichte und wo es eben darum geht, den Kurs zu verfolgen, den der akademisch gewordene Feminismus seit den frühen 1970er Jahren genommen hat. Also auch das Thema wieder Institution, Bewegung wird hier bereits aufgegriffen. Dann machen wir einen großen Sprung, nämlich zu 2017. Da hat Sabine Haag gemeinsam mit Paula Irene Willer den Essay geschrieben, Unterscheiden und Herrschen. Und in diesem geht es ausgehend von den Ereignissen in Köln und der medialen Verarbeitung um die ambivalenten Verflechtungen von Rassismus, Sexismus und Feminismus in der Gegenwart. Nur ein Jahr später erscheint Vermessene Räume, gespannte Beziehungen, unternehmerische Universitäten und Geschlechterdynamiken. Ich habe es angesprochen, Sabine ist auch eine profilierte Kritikerin der unternehmerischen Universität und hat sich da angeguckt, was es eigentlich bedeutet oder was sozusagen die Universität als Unternehmen für Geschlechterdynamiken an der Hochschule bedeutet und aber auch für die Karrieren von WissenschaftlerInnen. Und heute kommen wir zur Gemeinschaft der Ungewählten, ein Essay in Buchform, wie Sabine selbst ihr Buch beschreibt oder die Gemeinschaft der Ungewählten ist im September erschienen und umso mehr freuen wir uns, dass wir jetzt hier im November trotz allem die Lesung machen dürfen. Ich möchte auch ganz herzlich Sascha Mariana Salzmann begrüßen. Sie ist Schriftstellerin, das wissen Sie und ihr sicherlich sowieso, Theaterautorin, Essayistin, Dramaturgin. Sie verwendet beide Pronomen, er und sie, alternierend.
Und geboren ist sie, wir machen das heute jeweils mit den Geburtsorten, 1985 in Wolgograd und bis 1995 war sie in Moskau wohnhaft. Dann, wie sie auf ihrer Webseite schreibt, dann mal hier, mal da in der Bundesrepublik, dann in Istanbul, momentan in Berlin. Sein Debütroman Außer sich wurde 2017 mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet und ist in 16 Sprachen übersetzt. Und gerade erschien im Menschen muss alles herrlich sein. Und Sascha, nochmal ganz herzlichen Dank, dass du deine Lesereise unterbrochen hast, die Gegenwart läuft, um heute hier zu sein, um mit uns gemeinsam über die Gemeinschaft der Ungewählten nachzudenken. Herzlich willkommen. So, und damit kommen wir zu Peggy Piesche, heute nur auf der Staffelei. Peggy, du siehst das vielleicht gar nicht. Peggy Piesche kann leider heute nicht live bei uns sein, weil sie in Quarantäne sein muss. Deswegen diese Variante. Wir freuen uns aber sehr, dass du es möglich gemacht hast, Peggy, heute dabei zu sein. Peggy Piesche ist Kulturwissenschaftlerin und Literaturwissenschaftlerin. Sie wurde in Arnstadt geboren und wuchs auch in der DDR auf. Seit einem Jahr leitet sie und baut sie den Fachbereich politische Bildung und plurale Demokratie in der Bundeszentrale für politische Bildung auf mit den Schwerpunkten Diversität, Intersektionalität und Dekolonialität auf. Und dieser Fachbereich, der eben gerade auch im Entstehen ist, ist wiederum Teil eines ebenso im Entstehen befindlichen dritten Standorts der Bundeszentrale für politische Bildung in Gera. Zuvor arbeitete Peggy als Referentin im Gunda-Werner-Institut. Und darüber hinaus verbindet auch sie wissenschaftliche Arbeit, politische Bildungsarbeit mit aktivistischer Arbeit. Sie gilt als eine der bekanntesten Stimmen schwarzer Frauen in Deutschland, so sagt es das Internet und auch die BPP-Webseite. Sie ist Mitbegründerin von ADEFRA e.V., einem kulturpolitischen Forum für schwarze Frauen in Deutschland. Auch hier nur einen kurzen Ausschnitt der Publikationsliste von Peggy Piesche. Bereits 2012 erschien der von ihr herausgegebene Band »Euer Schweigen schützt euch nicht« Audre Lorde und die schwarze Frauenbewegung in Deutschland. 2018 hat sie dann gemeinsam mit Susan Arndt und Maisha Uma, ehemals Maisha Eggers, den Band herausgegeben »Mythen, Masken und Subjekte – kritische Weißseinsforschung in Deutschland«. Und letztes Jahr, 2020, ist der Band, ebenfalls der von ihr herausgegebene Band erschienen, »Labor 89 – Intersektionale Bewegungsgeschichten aus West und Ost«. Peggy, ganz herzlich willkommen. Gemeinschaft der Ungewählten. Schon der Titel dürfte Fragen aufwerfen. Wer soll das sein, die Ungewählten? Und welche Gemeinschaft können oder sollen sie bilden oder bilden sie bereits? Die zentrale Frage, so schreibt Sabine Haag schon auf den ersten Seiten, die zentrale Frage, die intensiv in allen Gesellschaften verhandelt wird, ist die von Differenz und Zugehörigkeit. Zitat, wem ist es gegeben, zu kommen, um zu bleiben und in Gemeinschaft mit anderen zu leben, sich also als Teil eines Wir verstehen zu können? Und wem nicht? Das Thema Differenz und Zugehörigkeit beschäftigt Sabine Haag schon lange, aber 2018, so schreibt sie, wurde es so drängend, dass sie die Entscheidung fällte, dieses Buch zu schreiben. Was drängte da? Was drängte ins Bewusstsein? Sabine ruft zu Beginn ihres Essays verschiedene Ereignisse ins Gedächtnis. Und ich nenne nur einige, nicht der Vollständigkeit halber, aber es ist ganz wichtig, den Kontext zu verstehen, innerhalb dem das Nachdenken über eine andere Gemeinschaft entstanden ist. 2018 wurde auch im reichen Norden die Klimakatastrophe fühlbar wie nie zuvor. Dass der Planet um Atem ringt, konnte kaum noch und schon gar nicht mehr gut verdrängt werden. Gleichzeitig drängte eine tödliche und von höchster politischer Seite umgesetzte Politik ins Bewusstsein, die Tausende, ja zigtausende Menschen auf dem Mittelmeer bis heute sterben lässt.
und es hilfewilligen Menschen verbietet, sie zu retten und oder aufzunehmen. Das Verbot, Menschenleben zu retten, wurde von Horst Seehofer mit Unterstützung von Angela Merkel roh durchgesetzt. Und der nachhaltige, massenhafte Protest blieb und bleibt bis heute aus. Gleichwohl, auch darauf weist Sabine hin, formierten sie sich einen Aktivismus, der sich der in der Regierung und Dominanzkultur verkörperten rohen Bürgerlichkeit entgegensetzte und entgegensetzt. Das Kollektiv Seebrücke ist entstanden und es arbeitet in verschiedenen Formationen bis heute, trotz der massiven Kriminalisierung der ihr verbundenen AktivistInnen. 2018 hat sich auch die Bewegung Unteilbar formiert und erstmals gingen mehr als 200.000 Menschen in Berlin auf die Straße, um sich eben nicht teilen zu lassen, um eben sich nicht der Logik von Teilen und Herrschen zu unterwerfen und im Gegenteil ein humanes, rassismuskritisches, demokratisches, an einem Teilen orientiertes Wir einzufordern. 2018 war auch das Jahr, in dem Rechtsradikale in Chemnitz geflüchtete Menschen bedrohten. Ich bin mir sicher, dass Sie alle noch die schrecklichen Bilder von den Menschen im Bus vor Augen haben, die vom Mob bedroht wurden. Und genau dieser Mob oder auch die ganz normalen Bürger, die sich dort versammelten, mussten keinerlei Konsequenzen für ihr Tun befürchten. Eine Situation und ein Umstand, der sich nicht auf Chemnitz begrenzt. Die Situation an den Außengrenzen, auch das ruft Sabine kurz auf, ist furchtbar, war furchtbar 2018, ist vielleicht sogar noch schlimmer geworden oder zumindest an keiner Stelle besser geworden. Und auch diese Barbarei wird von politischen Machthaberinnen und vieler ihrer WählerInnen gewollt oder in Kauf genommen. Belarus ist nur ein weiteres Beispiel genau für diese Politik, genau für diese Logik der tödlichen Abschreckung und des Einübens, wie de Maizière 2016 gesagt hat, in Bilder, die uns wehtun. Es ist ein Beispiel für die ungebrochene Kontinuität eines Regierens, das Menschen einteilt in lebenswert und lebensunwert, die wir privilegiert sind und unsere Privilegien verteidigen, sterben lassen, ohne sie zu betrauern. 2020 folgten die Morde in Halle und ein Jahr darauf in Hanau. Und Sie sehen hier diese Namen, weil Sabine Haag ihren Essay den Ermordeten gewidmet hat. Diese durch und durch gewalttätige Gegenwart ist also der Ausgangspunkt für Sabine Haags Nachdenken über, Zitat, eine ganz und gar praktische, machtsensible, demokratische Lebensweise. Dabei setzt die Soziologin auf Mehrstämmigkeit, auf Polyphonie und begibt sich in eine Denkübung mit Denkgefährtinnen. Mit ihnen will sie auf der Ebene des Schreibens und des Textes eine Gemeinschaft schaffen oder schafft sie bereits, um einen Lernprozess, wie sie sagt, anzustiften, der, wie Audre Lorde in einem Gespräch mit Adrienne Rich gesagt hat, bereits ein Aufstand ist und ein Aufstand, der bereits ein Lernen ist. Und das wird Ihnen sicherlich aufgefallen sein, wenn Sie schon mal in das Buch reingeguckt haben oder auch schon andere Texte von Sabine kennen. Sie meint das mit dem Zitieren und dem Sichtbarmachen von anderen, von Denkgefährtinnen wirklich ernst. Ihre Schreibweise ist geprägt von einem radikalen Zitieren. Dazu kommen wir vielleicht später auch noch. Soweit ein paar Worte zur Einstimmung. Wir haben uns jetzt den Abend so vorgestellt. Sabine wird jetzt lesen erstmal aus ihrem Buch. Dann werden wir hier zu dritt auf dem Podium ins Gespräch oder zu viert ins Gespräch eintreten. Wir freuen uns dann im Anschluss über Fragen, sowohl hier natürlich vor Ort, aber genauso online. Meine Kollegin Julia Hartleb wird die Q&A online beobachten und uns dann die ein oder andere Frage von Ihnen und von euch, die ihr eben digital dabei seid, zuspielen. So, und jetzt freue ich mich auf Sabine Haag.
Ja, vielen Dank erstmal, Ines, für die schöne Vorstellung und überhaupt dafür, das hier heute möglich gemacht zu haben. Ich freue mich, dass viele sich doch getraut haben, hier auch vor Ort zu sein. Wir haben tatsächlich bis heute früh darüber diskutiert und es hin und her abgewogen, aber dann entschieden, dass unter den Bedingungen, die die Heinrich-Böll-Stiftung auch dafür mein Dank möglich macht, dass es, denke ich, sicher ist, dass wir den Abend hier heute gemeinsam verbringen können. Danke auch an Sascha Salzmann und Peggy Pichel. Die beiden waren meine Traumbesetzung für diese Veranstaltung heute Abend. Und ich freue mich wirklich sehr, dass das geklappt hat, weil ich glaube, dass ich mit diesen beiden verschiedene Aspekte, die Ines jetzt auch schon angesprochen hat, ganz besonders gut vertiefen kann. Die Frage nach dem Wir, aber auch die Frage, was Literatur und Theorie einander zu sagen haben und was Literatur vielleicht kann, was Theorie nicht unbedingt kann, wenn es etwa um Fragen von Zeugenschaft, von Gewalt geht. Das werden Themen sein, über die wir heute Abend sprechen. Und ja, ganz großen Dank, und dass ihr hier mit mir das tun wollt. Ich möchte mich auch bedanken, die, soweit ich weiß, auch online zugeschaltet ist bei Johanna Schuster-Gueck, die englische Übersetzung gemacht hat, die auch die DolmetscherInnen dann mit vortragen werden, und sowieso auch die Gelegenheit haben, also die Nicht-Deutschsprachigen die Gelegenheit haben, den Text hören zu können, den ich auf Deutsch natürlich vortrage, so wie er geschrieben ist. Ich habe ein paar Passagen jetzt ausgewählt für diese einleitenden 20 Minuten ungefähr, die ich lesen werde. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich alle Passagen schaffe. Ich bemühe mich, die verschiedenen der Themen, über die wir dann im Anschluss sprechen werden, sowohl ansprechen, aber auch einleitend ein bisschen nochmal einen Eindruck geben sollen, was sind die Fragen, die mich überhaupt in diesem Buch umgetrieben haben. Ines hat es schon vorgestellt, die Frage von Differenz, die Frage von Zugehörigkeit, die Frage von, wer kann zum Wir gehören, wem wird das Recht zugestanden, in Gemeinschaft zu leben. Natürlich auch, wer sind diese Ungewählten, um die es mir hier geht. All das werden wir im Laufe des Abends ansprechen und vielleicht ein bisschen klarer ziehen können. Sicherlich nicht in Gänze und erschöpfend behandeln können. Die erste Passage, die ich lese, ist aus der Einleitung. Gemeinschaft der Ungewählten ist einer Frage gewidmet, die zu den dringlichen Fragen unserer Gegenwart gehört. Der in allen Gesellschaften intensiv verhandelten Frage von Differenz und Zugehörigkeit. In der Sprache dieses Buches formuliert, wem ist es gegeben, zu kommen, um zu bleiben und in Gemeinschaft mit anderen zu leben, sich also als Teil eines Wir verstehen zu können. Es ist nicht das erste Buch zu dieser Frage und es wird gewiss nicht das letzte sein. Wer sich als Teil eines Wir verstehen kann, ist dabei eine Frage, die so ziemlich jeden Aspekt berührt, der unser Zusammenleben als endliche Wesen auf einem endlichen, dicht besiedelten und um Atem ringenden Planeten betrifft. Wie wir wirtschaften und haushalten mit unseren eigenen Kräften und mit denen, die wir uns aneignen. Wie wir wohnen und arbeiten, konsumieren und uns fortbewegen. Wer sich wo ansiedeln kann. Wer Zugang zu welcher Infrastruktur hat, vom Zugang zu sauberem Wasser und Brennstoff über den Anschluss an die digitale Infrastruktur und die Müllentsorgung bis hin zur Versorgung bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit. Wie wir uns zueinander und füreinander in Beziehung setzen. Wie wir für den Planeten, mit dem wir leben, und für die Arten, mit denen wir ihn uns teilen, sorgen. Woran wir glauben, wofür wir politisch streiten und wen wir wertschätzen. Wie und wovon wir wissen wollen und welches Wissen wir teilen. Wen und was wir für normal und schützenswert halten,
wie wir leben, lieben und sterben wollen. Kurz, wie wir in der Welt sind und wie wir unser Zusammenleben gestalten. Ich nenne das ein Ethos der Kohabitation, also eine Weise des Zusammenlebens. Erste Umrisse eines solchen Ethos zu zeichnen, ist, was ich mir mit diesem Buch vorgenommen habe. Angeboten wird keine ausgereifte Theorie, die auf all diese Fragen eine Antwort weiß, darauf, wie Gesellschaften am besten einzurichten wären. Was stattdessen hier auf dem Tisch liegt, ist eine Skizze für eine ganz und gar praktische, machtsensible, demokratische Lebensweise. Eine Lebensweise, die auf der Sorge um uns selbst, um andere und um die Welt gründet und die ihre Richtschnur in der letztlich schlichten Einsicht gefunden hat, dass Menschen im Plural die Erde bewohnen, weshalb ausnahmslos allen das gleiche Recht zukommt, in der Welt gedeihen zu können. Je mehr wir freilich diesen Planeten verwüsten, je unwirtlicher wir die Gesellschaften, in denen wir leben, einrichten, je weniger diese ein gedeihliches Unterkommen bieten und je enger wir die Grenze um die Zonen des menschlichen und Lebbaren ziehen, umso gefährdeter ist dieses Recht zu gedeihen und umso mehr von uns werden sich, ob freiwillig oder gezwungenermaßen, auf den Weg machen, ihre Not zu wenden und ihr Glück anderswo zu suchen. Und je mehr herrschaftliche Politiken der Unterscheidung und Trennung, der Geringschätzung und Missachtung und der Aufspaltung in Nützliche und Überflüssige, Vertraute und Fremde, in Normale und Deviante, Gewählte und Ungewählte an Raum gewinnen, umso mehr von uns werden aufstehen und gehen und alles daran setzen, dass wir als etwas anderes neu zu entwerfen. Und zwar nicht irgendwo, sondern mitten unter uns. Und wer könnte es uns verwehren? Im Angebot sind Übungen im politischen Denken, herumstromernde Reflexionen zu jener dringlichen Frage der Gegenwart, wie wir das globale Wir leben wollen. Übungen mit DenkgefährtInnen, versammelt in der Absicht, in demokratischen Konstellationen mit ihnen zu denken und zu schreiben. Nicht, um die Lücken in ihrem Denken nachzuweisen, sondern um sich in Beziehung zu setzen und Gemeinschaft mit ihnen zu schaffen. Und das heißt, Möglichkeit zu kreieren, Dissens und Kontroverse eingeschlossen. Manche von ihnen schon vor langem explizit als intellektuelle GefährtInnen gewählt, andere im Verlauf der Arbeit an diesem Buch mir eher zugefallen, meinen Weg kreuzend, mir manchmal auch ungefragt etwas mitteilend. Eine Versammlung, in der gleichwohl jede Stimme zählt und gehört werden soll. Ein polyphoner Chor der vielen. Die Litanei eines Aufstands, der längst im Gange ist. Auf den öffentlichen Plätzen und Straßen dieser Welt, genauso wie im virtuellen Raum und in den mannigfaltigen Behausungen, in denen Menschen sich ein Obdach geschaffen haben, und sei dieses noch so provisorisch. In Hauskollektiven in Leipzig und Konstanz, in Einkaufs- und Kochkollektiven in Accra und Lagos oder in den Küchen feministischer AktivistInnen in Buenos Aires, Mexiko-Stadt, Barcelona und Warschau. Im Seminarraum, an der Werkbank oder auf dem Basketballplatz. Im Gemeindegarten, in queeren Pflegenetzwerken und migrantischen Selbstorganisationen. Auf Seenotrettungsschiffen, in den Camps für Geflüchtete und in Zufluchtswohnungen für diejenigen, die sexualisierter und häuslicher Gewalt entkommen sind. Überall dort, wo Menschen darauf beharren, dass auch ihre Leben zählen, sie bei ihrem eigenen Namen gerufen werden wollen, wo sie darauf insistieren, dass sie nicht so, nicht auf diese Weise regiert werden wollen, sie sich selbst regieren wollen. Wo sie aufstehen und fortgehen aus Verhältnissen, die sie ermüden, ihre Kräfte erschöpfen und ihre Fantasie auszehren. Etwas Besseres als den Tod finden wir überall, sagt der Esel zum Hahn, zur Katze, zum Hund. So viel vielleicht zunächst aus der Einleitung, die
und so ganz gut, glaube ich, den Rahmen insgesamt des Buches abstecken. Die zweite Passage, die ich lese, ist aus einem Kapitel, das die Überschrift trägt, die Aufgaben der Kritik. Und in diesem Kapitel habe ich mich zum einen damit auseinandergesetzt, was bedeutet es eigentlich, wenn wir von epistemischer Gewalt sprechen, von Gewalt, die sich in Form von Wissen manifestiert. Und was sind dann die Aufgaben des kritischen Denkens, der kritischen Theorie, der Wissenschaft, sich damit sozusagen nicht nur zu beschäftigen, sondern vielleicht auch zur zumindest zur Reduktion dieser Form von Gewalt beizutragen. In diesem Kapitel war eine Figur für mich sehr wichtig, und zwar die Figur der Geister. Den Geistern folgen ist dieser Abschnitt übertitelt. Ein Rat der Soziologin Avery Gordon kann uns hier als Kompass dienen, also für diese Aufgabe der Kritik, Gewalt auch im Wissen zu erkennen und zu bekämpfen. In Ghostly Matters, Haunting and the Sociological Imagination schreibt Gordon, wir müssten bereit sein, den Geistern dorthin zu folgen, wohin sie uns führen. Und dabei dürften wir weder ihre Herkunft und Zugehörigkeit leugnen oder ihnen abschließend gedenken, noch sollten wir versuchen, uns ihrer zu entledigen. Ein ohnehin aussichtsloses Unterfangen, insistiert Gordon, stellten Geister doch eine fortwährende Präsenz dar, die die ihnen gebührende Aufmerksamkeit einzufordern wüssten und die immer dann auftauchen würden, wenn das Problem, das sie verkörpern oder dessen Symptom sie darstellen, nicht länger eingedämmt und verdrängt, nicht länger nicht gesehen werden kann. Ja, möchte ich Gordon zurufen, die Geister sind unter uns. Sie drängen an die Oberfläche, ringen darum, gehört zu werden. Je mehr wir sie für vogelfrei erklären, sie auf Distanz zu halten suchen, umso mehr suchen sie das Imaginäre unserer Gesellschaften heim. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Die Toten haben uns niemals verlassen. Wir müssen nur lernen, sie zu hören, heißt es in Le Souffle, Atem, einem Gedicht des senegalesischen Dichters Birago Diop aus dem Jahr 1943. Wir können ihren Atem hören, wenn wir es wollen. Den Atem von Breonna Taylor, George Floyd und Kayla Moore. Den Atem von Mercedes Kirpatsch, Gökçen Gültekin, Sedat Gürbüz, Hamza Kurtovic, Zeyd Nessa Hashemi, Willi Viorel Paun, Fatih Saracoglu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov. Wir können sie hören, jene anderen Stimmen, die nie gehörten Geschichten, die Menschen über sich selbst, ihre Herkunft und ihre Zukunft erzählt haben und weiterhin erzählen, die Geschichten der anderen Entwürfe ihrer selbst, ihrer Fähigkeiten, ihres Wissens und ihrer Erfahrungen, von denen ihre geraubten Belongings künden, die verdinglicht zu musealen Artefakten der ästhetischen Erbauung weißer EuropäerInnen dienen. Wir können sie hören, jene Leben in den Nischen zweigeschlechtlicher und heterozentrischer Normen, auf den Müllhalden unserer behäbigen Wohlanständigkeit in der globalen Matrix der Kolonialität. Sie alle sind versammelt in dem zugleich leeren und bevölkerten Raum all jener sprachlosen Worte, der ihnen ein Ohr leiht, einen dumpfen Lärm von unterhalb der Geschichte vernehmbar macht, um Michel Foucaults Worte zu borgen. Genauso wie die von Generation zu Generation weitergegebenen Traumata, die gleichermaßen unsere Fähigkeit zur Imagination der Zukunft beschneiden, wie sie unsere Antworten auf die Herausforderungen der Gegenwart zurechtstutzen und unseren Blick auf die Geschichte trüben. Sie werden nicht Ruhe geben, uns nicht alleine lassen, jedenfalls so lange nicht, wie wir uns der Aufgaben, die sie uns hinterlassen haben, nicht angenommen haben. Und genau deshalb dürfen wir die Geister weder fliehen, noch dürfen wir sie musealisieren. Wir müssen vielmehr verstehen lernen, was sie zur Selbstverständigung der Zeit über ihre Kämpfe und Wünsche beizutragen haben.
Sie können uns dabei helfen, die Verluste zu vergegenwärtigen und unsere Verstrickung in die Verhältnisse von Unter- und Überordnung zu verstehen. Und auch dabei Wege zu finden, wie diese Verluste zu betrauern sind und welche Formen von Rechenschaft, Reparatur und Restitution angemessen wären. Und zwar um der Möglichkeit willen, dass es anders hätte sein können und immer noch anders sein kann, dass ein anderes Wir möglich ist. Den Geistern zuhören und mit allem, was uns zur Verfügung steht, übersetzen, was sie uns zu sagen haben. So hat James Baldwin die Aufgabe der Schriftstellerin beschrieben. Zeugin sein, unter allen Umständen die Geschichte erzählen, hinsehen und berichten. Etwas, das geschehen ist und nicht erzählt wird, hört auf zu existieren und verschwindet, pflichtet die Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk bei. Es brauche daher die zärtliche Erzählerin, die sich dem Wagnis aussetzt, alles zu sehen und ihren Blick eingehend und behutsam auf ein anderes Sein richtet, auf etwas, das nicht ich ist. Hannah Arendt hätte hier von erweiterter Denkungsart gesprochen, davon, dass wir versuchen müssen, die Welt aus einem anderen als dem eigenen Blickwinkel zu sehen. So viel zu dem, was die Aufgabe, aus meiner Sicht die Aufgabe der kritischen TheoretikerInnen, der Kaste, der ich selber ja angehöre, ist, den Geistern folgen und Zeugenschaft, und auch darüber werden wir dann im Gespräch ausführlicher sprechen. Eine Figur, die in meinem Buch sehr wichtig ist, ist jetzt hier schon angesprochen worden, nämlich die zärtliche Bürgerlichkeit. Das ist eine Figur, die ich gewonnen habe, in der Tat unter anderem von Olga Tokarczuks Überlegung zur zärtlichen Erzählerin, die sie in ihrer Nobelpreisrede in Stockholm im Dezember 2019, wenige Wochen bevor wir in diese Pandemie geglitten sind, vorgetragen hat. Dazu komme ich gleich noch. Die Figur der zärtlichen Bürgerlichkeit ist eine andere Figur gegenübergestellt, nämlich die Figur der rohen Bürgerlichkeit, ein Begriff, den der Soziologe und Konfliktforscher Wilhelm Heidmeier vor mittlerweile schon mehr als 10 Jahren geprägt hat, um eine bestimmte Form der gesellschaftlichen Verrohung zu beschreiben. Und ja, vielleicht ein Stück weit ein Gegenbegriff auch zu dem, was wir unter Solidarität verstehen könnten. Rohe Bürgerlichkeit, das Gegenteil demokratischer Empathie, bar jegliche Einsicht in die Notwendigkeit gesellschaftlich gestifteter Solidarität. Weil Gesellschaft nicht existiert, nur Individuen und Familien, wie die einstige britische Premierministerin Margaret Thatcher erklärt hat. Rohe Bürgerlichkeit, neoliberal ins Werk gesetzt und grundiert und heute autoritär, nationalistisch und rassistisch ausgepolstert. Die sogenannten Corona-LeugnerInnen kommen mir in den Sinn. Zu Zehntausenden und Seite an Seite mit Neonazis, FaschistInnen und gewaltbereiten Rechten ziehen sie im August 2020, während ich dies schreibe, durch Berlins Mitte. Sie sprechen von Liebe und der Unbedingtheit und Unverletzlichkeit ihrer Freiheit, davon, dass sie nicht gegängelt werden wollen, der Staat sich aus ihrer Lebensführung herauszuhalten habe. Sie riskieren dafür bereitwillig das Leben anderer. Das menschliche Immunsystem nehmen sie als ihren vermeintlich naturgegebenen Richter. Gestorben wird immer. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Auch eine moralische Ökonomie des Lebens. Rohe Bürgerlichkeit, der manifeste Ausdruck roher gesellschaftlicher Verhältnisse. Eine Grammatik der Härte, die das Gemeinwesen und die Möglichkeiten der Einzelnen, stabile gesellschaftliche und private Bindungen aufzubauen und zu erhalten, gleichermaßen destabilisiert. Eine Grammatik, die auf den Klaviaturen der Bezichtigung und des Verdachts spielt, die sich nicht scheut, Ansteckungsketten der Geringschätzung und des Hasses in Gang zu setzen und die mit Verfemung und Verleumdung genauso umzugehen weiß, wie sie Lüge und Verrat virtuos einzusetzen vermag. Es ist eine
generative soziale Grammatik, die die Rahmen der Anerkennbarkeit, also wessen und welches Leben zählt, regiert, indem sie diese Rahmen zugleich hervorbringt und beständig verengt. Du ja, du nein. Eine Grammatik, der es um die Ordnung vorgeblich überbordender Differenzen, um die Zähmung von Vieldeutigkeit und vermeintlicher Unübersichtlichkeit zu tun ist, die weder auf Genauigkeit im Verstehen aus ist, noch darauf, die parochiale Partialität der eigenen Perspektive sowie die damit einhergehenden Sichtschatten in den kritischen Blick zu nehmen. Und die schließlich aus solcher Art abstrahierenden Vorgehen soziale Verdikte gewinnt, um sich moralisch über jene zu erheben, die allererst als vermeintliche VerursacherInnen der angeprangerten Missstände ausfindig gemacht worden waren. So viel zur rohen Bürgerlichkeit. Bevor wir zur zärtlichen Bürgerlichkeit abschließend kommen, will ich noch eine kurze Passage vorstellen, wo es jetzt dann auch mal gezielt um diese Ungewählten, wer ist das überhaupt, was ist das für eine Figur und welche Rolle spielt sie in meinem Buch? Denn es ist mitnichten so, dass damit eine spezifische Gemeinschaft intendiert ist meinerseits, sondern es ist zunächst eine theoretische Figur, die es mir erlaubt hat, historische Konstellationen von Privilegierung und Marginalisierung, von Privilegierung und Relegierung aufzusuchen in verschiedenen Hinsichten, die es mir aber auch erlaubt hat, ich sage jetzt mal bewusst, zu träumen, nämlich wie könnte eine andere Form von Gemeinschaft, die demokratisch ist, aussehen, die nicht auf Identität, die nicht auf Herkunft, die nicht auf geteilter Identität, auf Homogenität basiert, sondern auf der gemeinsamen Verantwortung, der gemeinsamen Verantwortlichkeit von uns allen, für uns alle, für den Planeten und die anderen Arten, mit denen wir auf diesem Planeten existieren. Die Figur der Ungewählten erzählt uns die Geschichte der Spaltung der Welt, ihre Aufteilung in Zonen der Gedeihlichkeit und Prosperität und solche der Dürre und Knappheit. Sie erzählt uns die Geschichte der Spaltung der Menschheit in jene, die Anspruch auf den Bürgersteig, auf the pursuit of happiness haben, wie es die US-amerikanische Unabhängigkeitserklärung vorsieht, und jene, denen es beschieden ist, zu vergehen und zu verschwinden. Und sie tut das in dreifacher Hinsicht. Als liminale Figur auf der Schwelle zwischen Vergangenheit und Zukunft halten die Ungewählten die Erinnerung an das niemals verstummte Begehren nach Freiheit, Gleichheit und Solidarität von jenen wach, die die Aufklärung als Unterworfene in den Raum der Moderne geholt und denen sie das Schicksal der Ungewählten aufgebürdet hat. Politisch, eine transversale Figur, rütteln die Ungewählten zweitens an jener kontingenten Grenze des Menschlichen, indem sie wieder und wieder anrennen gegen diese Grenze, die eine Trennung schafft zwischen Menschen wie wir und keine Menschen wie wir, indem sie danach dürsten, diese Grenze zu überwinden, vergrößern sie das Wir, erfinden es neu und bringen so die Menschheit ein Stück voran. Sie wagen den Aufstand, einen Aufstand, der Gerechtigkeit nicht begreift als Aufnahme bisher ausgeschlossener oder marginalisierter in genau jene Ordnung, die sie bislang als nicht ebenbürtig an ihre Ränder relegiert hatte. Einen Aufstand, der darauf abzielt, eine neue Ordnung zu erfinden. Mit Judith Butler können wir von einem Aufstand auf der Ebene der Ontologie sprechen. Ein Aufstand auf der Ebene der Ordnung des Seins also, der darauf zielt, die alte Ordnung hinter sich zu lassen und eine neue zu installieren. Wenn Sie wiederholen, diese Ordnung muss zerstört werden, sagen Sie, Sie wissen nicht, von welcher Ordnung die Rede ist, heißt es in Les Guerrillères, einem Roman von Monique Wittig von 1969. Nichts weniger also als der Aufstieg aller zum Menschsein, Fanons Traum und das Geschenk der Ungewählten an die Welt. Die Chance, das betrauern zu lernen, was verloren ist, weil wir es nie erfahren haben. Und im selben Atemzug über die Trauer hinausgehen, indem wir lernen, neu zu imaginieren,
Tag und Nacht in Gesellschaft aller Menschen voranzugehen. Ein Satz, mit dem Franz Fanon die Verdammten der Erde beendet. So, und jetzt zum Schluss. Ich glaube, ich habe meine Zeit schon ganz gut ausgeschöpft. Noch ein paar Ausschnitte aus dem Kapitel zur zärtlichen Bürgerlichkeit. Ich habe schon gesagt, ich habe die Idee dazu gewonnen aus der Nobelpreisrede von Olga Tokarczuk im September 2019. Tokarczuk hat uns mit ihren Überlegungen zur Zerbrechlichkeit des Lebens, zu transkulturellen und globalgeschichtlichen interdependenten Verflechtungen und zu dem, was Zärtlichkeit vermag, eine Art Kompendium für genau diese Aufgabe der Reparatur der Welt an die Hand gegeben. Sie erinnert uns nämlich an etwas, was uns zwar allen gemeinsam ist, wir als ethische Richtschnur aber möglicherweise erst einmal wiedergewinnen müssen, dass wir alle fragile, einzigartige, ungeschützte und endliche Wesen sind, die der Sorge bedürfen. Dass wir immer schon in der Hand der anderen sind, ihnen überantwortet, wir Enteignete, Ungewählte sind. Dass wir angesprochen, bedacht, vermisst, betrauert und erinnert werden müssen. Wir Berührung, Beziehungen und Hilfe. Dass wir Netzwerke und Infrastruktur benötigen, um ein Ich zu werden, das überleben kann. Wir, wie Judith Butler sagt, von Anfang an einem flüchtigen Feld der Berührung überantwortet sind und gerade dadurch zu einem empfindungsfähigen, ja sogar denkenden und handelnden Wesen werden, weil auf uns eingewirkt wird, wir nicht alleine gelassen werden. Ermächtigung und Unterwerfung, Ausbeutung und Fürsorge also oft nah beieinander liegen und wir genau deshalb umso sorgfältiger auf den Unterschied achten müssen. Zärtlichkeit nun ist die Kraft, all das wahrzunehmen und dafür Sorge zu tragen. Für die Bande zwischen uns, Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungen, aber auch für das, was unterscheidet und trennt. Dafür, wie wir miteinander und dem Planeten umgehen, wie wir für jenen narrativen Zwischenraum sorgen, der uns ermöglicht, wirklich zu werden, ein Ich zu werden, das den anderen den Raum nicht streitig macht. Zärtlichkeit, ergänzt Tokarczuk, zeige uns die Welt als lebend und lebendig, als ineinander verbunden, voneinander abhängend, zusammenwirkend. Bei all dem, insistiert sie, bleibe Zärtlichkeit indes bescheiden, spontan und uneigennützig. Ist sie nicht absolute, vereinnahmende Leidenschaft? Im Gegenteil, Zärtlichkeit verzichte auf Embleme und Symbole, sie dränge sich nicht in den Vordergrund. Wisse, sich zurückzunehmen, tauche beiläufig auf, und zwar überall dort, wo wir unseren Blick eingehend und behutsam auf ein anderes Sein richten, auf etwas, das nicht Ich ist. In dieser Stockholmer Rede, gehalten am Vorabend der Pandemie, die unsere Zeit geworden ist, scheint nichts weniger auf als die Vision einer neuen Bürgerlichkeit in jenem von Aimé Césaire imaginierten Maßstab der Welt. Eine zärtliche Bürgerlichkeit will ich sie nennen, der zuvor beschriebenen, die Welt entzweienden, rohen Bürgerlichkeit diametral entgegengesetzt. Eine Bürgerlichkeit, die der Verführung durch den Individualismus und der Fiktion des souveränen, ausschließlich für sich selbst seienden und sich um sich selbst sorgenden Subjektes den Rücken gekehrt hat. Eine Bürgerlichkeit, die sich selbst zurücknehmen kann und andere respektvoll adressiert, ohne sich in der Rückwendung auf sich selbst erneut als Maßstab zu setzen. Die Pauschalisierung, wo immer möglich, vermeidet und die eigene Position kritisch in Perspektive zu setzen weiß. Die den Bürgersteig mit allen teilt und gelernt hat, genau und sorgfältig hinzusehen und so den Glanz in allen Dingen sieht, wie es in einer Verszeile der italienischen Lyrikerin Mariangela Gualtieri heißt, die den anderen ihr Ohr leiht und sie damit wissen lässt, dass sie mich etwas angehen, weil ich auch auf sie angewiesen bin. Ich etwas von ihnen will und sie etwas von mir wollen können. Auch wenn Zuhören kein Postulat ist,
wie Christine Thümerohr sagt, sie nicht verordnet werden kann und erst recht nicht Dissens und Konflikt ausschließt. Es ist die Vision einer der Welt zärtlich, aber nicht romantisch verklärt zugewandten Bürgerlichkeit, die Welt in all ihrer Unwägbarkeit, Kontingenz und Unvorhersehbarkeit bedenkend und sich um sie sorgend. Ausdruck einer sozialen Grammatik der Verbundenheit und der vielstimmigen Verbindung, im Wissen um die Spaltungen und Zertrennungen in der Welt und bereit von diesen Zeugnis abzulegen. Eine Grammatik des Aufeinanderbezogenseins, der politischen Empfindsamkeit und Zartheit, orientiert an der unbedingten moralischen Gleichheit aller und ausgerichtet an deren Wohlergehen. Geschult in der Kunst des Kontrapunkts führt diese Bürgerlichkeit unterschiedliche Stimmen gleichberechtigt nebeneinander, lässt sie koexistieren, mal die eine vorangehen, mal die andere. Indem sie die kontrapunktisch aufeinander bezogenen Stimmen dergestalt in Bewegung bringt, sie großzügig den stetigen Wechsel zwischen ihnen orchestriert, egalisiert sie den Unterschied zwischen Haupt- und Begleitstimme, ohne sie ununterscheidbar zu machen und über ihre differente, auch machtgedrängte Positionierung hinwegzufegen. So ermöglicht zärtliche Bürgerlichkeit, dass weder die eine noch die andere Stimme sich selbst ins Rechte und das andere ins Unrecht setzt, wie Adorno verlangt. Schließlich sei doch gerade dieses Nicht-sich-selber-Setzen das Zentrale, was heute überhaupt von dem einzelnen Menschen zu verlangen ist. Ein polyphoner Chor der vielen statt das Crescendo des einen. Vielen Dank. Ja, liebe Sabine, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Reise von der Gewalt über den Traum eines anderen Wirs zur Zärtlichkeit. Und ich möchte an der Stelle vielleicht nochmal die erste Frage, bevor ich dann mich sehr freue, Peggy einzuladen und Sascha ins Gespräch einzuladen. Aber die erste Frage möchte ich doch nochmal an dich stellen, Sabine. Und zwar ist es ja sicher kein Zufall, dass du eine Begrifflichkeit wählst, die man auch als Demokratietheorie framen könnte. Wir reden von den Ungewählten, also da ist das Thema Wahlen, natürlich schwingt da mit hinein, auch wenn du in deiner Bedeutung, wir haben es gehört, natürlich darüber weit hinaus gehst. Du hältst an dem Begriff der Bürgerlichkeit, der BürgerInnen fest. Welche Rolle spielt denn tatsächlich diese Demokratie Grammatik für dein Nachdenken über oder dein Träumen, dein Nachdenken eines tatsächlich demokratischen Wirs, wie du es nennst? Ja, das spielt eine große Rolle. Du hast es ja eingangs auch schon gesagt. Also ich spreche im Buch ja an mehreren Stellen davon, dass es mir tatsächlich darum geht, eine demokratische Lebensweise zu erfinden. Die Idee der Gleichheit spielt eine wichtige Rolle in meinem Buch. Das war mir tatsächlich zu Beginn, als ich damit angefangen habe, über diese Fragen für dieses Buch nachzudenken, gar nicht so bewusst, dass Gleichheit so ein wichtiger Wert werden würde und so eine zentrale Rolle spielt. Aber es war mir dann ziemlich schnell klar, dass wenn ich auf diese Frage nach dem Recht auf Gemeinschaft wenn ich darauf eine Antwort geben will, dass ich dann tatsächlich nicht über den Begriff der Gleichheit drum herum komme und vor allen Dingen um dessen Aussetzung. Also dass wir die Geschichte der modernen, eben auch der modernen Demokratie, als eine Geschichte der Aussetzung der Gleichheit sprechen können. Die französische Nationalversammlung 1789 nach der Französischen Revolution, die beginnt mit der Proklamierung eigentlich von Freiheit, Gleichheit und damals eben Brüderlichkeit. Und da haben wir es schon sozusagen in der Begrifflichkeit. Es ist eben nicht die Demokratie der vielen, die Demokratie von allen. Es ist die Demokratie der Brüder. Und so, also in die Geburtsstunde sozusagen der modernen Demokratie ist der Ausschluss schon
eingeschlossen? Ist die Verweigerung von Gleichheit ausgeschlossen? In dem, unserem vorherigen Buch Unterscheiden und Herrschen haben Paula Willer und ich uns ja sehr intensiv genau mit dieser Grammatik, sozusagen mit diesen Mechanismen beschäftigt, wie über nicht nur Teilen und Herrschen, weil im Teilen könnte man immer noch denken, ja, es werden einander Gleiche sozusagen voneinander getrennt. Aber was ja tatsächlich passiert, ist, dass unterschieden wird, nämlich in diejenigen, die Menschen sein können und denen folglich Rechte zustehen, denen folglich Gleichheit und Freiheit zusteht und denen, die es nicht zusteht. Die französische Nationalversammlung in ihrer konstituierenden Versammlung, sozusagen in der ersten Erklärung der Menschenrechte, schließt explizit die Frauen, die Versklavten, die sogenannten Wilden, die Irren und die Kinder aus. Das sind diejenigen, denen explizit Rechte nicht zugestanden werden, die Bürgerrechte. In der Demokratietheorie wird sehr viel davon gesprochen, dass es sich um demokratische Revolutionen gehandelt hat. Ich glaube, es sind eben bürgerliche Revolutionen gewesen. Sie haben die männlichen, weißen, cisgeschlechtlichen, heterosexuellen Bürger freigesetzt, zu gleichen gemacht, aber all die anderen eben nicht. Und ich habe mich deshalb bewusst sozusagen dafür entschieden, auch von Bürgerlichkeit zu sprechen, weil ich glaube, wir müssen diese Begriffe in einer Weise reklamieren, nicht im Sinne eines nachholenden Einschlusses, sondern in einer wirklich grundlegenden Reformulierung dessen, was Freiheit, Gleichheit, Solidarität der vielen bedeuten kann. Du hast mein anderes Buch Dissidente Partizipation angesprochen. Ich glaube, das ist die eine sozusagen für mich irgendwie vielleicht charakteristische Denkbewegung, nicht zu glauben, dass wir das ganz andere abseits des bereits Existierenden tun können, sondern dass wir das Neue erfinden können, indem wir durch das hindurcharbeiten, was bereits da ist. Das Neue, sagt Judith Butler an einer Stelle, die für mich sehr wichtig ist, ist, dass das Neue ist immer schon da, es ist immer schon erfunden, daran gearbeitet worden. Wir müssen sozusagen Bedingungen schaffen, dass es auch sichtbar werden kann. Und sie sagt an einer Stelle, das Neue ist das, was sich ereignet, wenn wir aus dem Traum über uns selbst erwachen. Und was ist dieser Traum, den wir im westlichen Abendland, in den bürgerlichen Demokratien seit 250 Jahren über uns träumen? Nämlich der, dass wir eine Gesellschaft der Freien und Gleichen sind, was nicht der Fall ist, sozusagen. Und daran wollte ich mit diesem Buch sozusagen mitstricken, dass wir aus dem Traum über uns selbst erwachen und die Demokratie endlich ernst nehmen. Vielen Dank. Sascha, wir haben ja im Vorgespräch, habe ich sowohl dich als auch Peggy gefragt, was fasziniert euch am meisten, worüber, wenn ihr das Buch lest, worüber denkt ihr nach, was arbeitet in euch weiter? Und du hast sofort gesagt, epistemische Gewalt. Also Sabine hat es gesagt, wir müssen uns erstmal durch die Gewaltverhältnisse, auch die wissensförmige Gewalt durcharbeiten, um zu einem neuen Traum zu kommen. Was hat dich so fasziniert oder was fasziniert dich an der epistemischen Gewalt? Welchen Satz nimmst du aus dem Buch für dein weiteres Nachdenken, für dein Arbeiten, für dein Schreiben? Ich lese den mal vor, wie abgesprochen, aber noch kurz vorher. Erstens ist es eine große Ehre, mit euch drei hier zu sitzen und über dieses Buch nachdenken zu dürfen. Danke für die Einladung. Mich interessiert sehr vieles daran. Das ist mitnichten die einzige Stelle, über die ich heute gerne reden würde. Wir haben nur halt knapp 2 Stunden Zeit. Und das andere ist, ich spreche als Schriftsteller, ich kann gar nicht anders, ich kann nicht als Geisteswissenschaftler, als Soziologe sprechen. Und sowohl du, Jonas, als auch du, Sabine, ihr habt beide im Grunde genommen schon auf epistemische Gewalt verwiesen und der Name James Baldwin ist schon gefallen. James Baldwin ist für mich einer der allerwichtigsten Denker, auch für mein Schreiben, und Sabine zitiert James Baldwin in diesem Buch und natürlich bin ich sehr wach geworden und dachte, ich würde gerne mit Sabine
Elsa Dolin und James Baldwin zitieren. In dem Kapitel, das vor Geisternfolgen kommt. Sabine hat aus Geisternfolgen gelesen und ich würde gerne kurz vorher einsetzen. Es geht also um epistemische Gewalt. Sabine sagt, nennt es auch eine Form von Wahrheitspolitik. Auf diese epistemische Ungerechtigkeit, das Privileg des Nichtwissens, hat jüngst noch einmal die Philosophin Elsa Dolin in Selbstverteidigung, eine Philosophie der Gewalt, hingewiesen. Es ist ein Privileg, das den Herrschenden Zeit für sich selbst verschafft, weil sie von den anderen nicht wissen, ihr Leben nicht bedenken müssen. Ausdruck einer asymmetrisch strukturierten moralischen Ökonomie, die jenen in den herrschenden gesellschaftlichen Positionen erlaubt, sich selbst kennenzulernen, sich selbst zu lieben, sich selbst zuzuhören, sich selbst zu kultivieren. Nichts anderes ist also als das, Dominanzkultur zelebrieren, ermöglicht durch eine Epistemologie der Ignoranz. Durch die Chance, mit anderen Worten, von der Bedrängnis der anderen nicht wissen zu müssen und die Rolle, die Race, Gender in der Strukturierung von Welt und Wissen spielen, ausblenden zu können. Und jetzt kommt ein Zitat von James Baldwin. In der Unschuld liegt das Verbrechen, erklärt der Schriftsteller James Baldwin in seinem berühmten Brief »Mein Kerker bebte«. Und darüber wollte ich gerne mit euch dreien sprechen. Und zwar ist White Innocence ein Begriff, den James Baldwin geprägt hat, über den er sowohl Essays geschrieben hat, als auch in wahrscheinlich seinem berühmtesten Roman Giovannis Zimmer explizit und implizit geschrieben hat. Und mich interessiert sehr euer Begriff oder eure Definition von White Innocence, die wir leben, die wir heute leben, die wir heute hier leben. Ich wäre einfach sehr glücklich, von euch was dazu zu hören. Ich bin davon überzeugt, dass es die Grundlage von und für die Träume ist, die Sabine gerade veranschaulichte. Ja, vielen Dank, Sascha, für die Frage. Peggy, du hast schon so lange gewartet. Und ich würde jetzt einfach mal die Gelegenheit nehmen, die Frage von Sascha an dich weiterzugeben. Also natürlich lebst du nicht die weiße Unschuld, das ist klar, aber du arbeitest ja ganz viel mit dem Thema schwarze Menschen, schwarze Frauen in Deutschland und darüber hinaus sichtbar zu machen, also gegen die weiße Unschuld und gegen die Ignoranz, wie Sabine es schreibt, arbeitest du an? Also welche Rolle spielt für weiße Unschuld, für dein Denken, für deine Arbeiten und was hat jetzt die Ausführung von Sabine dafür für dich gemacht? Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein, zumindest über diese technische Möglichkeit. Und erstmal Sabine, herzlichen Glückwunsch zu dem Essayband, zu deiner Arbeit, zu diesem sehr großen, globalen Umbrella, den du auch hier schlägst in deinem Essay. Ich habe dieses Buch verstanden als ein Angebot zur Solidarisierung. Und das finde ich schon mal sehr, sehr spannend. Da steckt eine ganze Menge Potenzial, eine ganze Menge Argumentation drin. Und ich glaube, dass die zentrale Botschaft, die zumindest ich mit aus diesem Buch nehme, ist ein anderes Wir ist möglich. Und dieses Wir, wie ist das möglich? Da hast du uns jetzt auch über die Einleitung und über einige Kapitel auch schon herangeführt an die Fragen und das Denken, was du hier aufnimmst. Ein wesentlicher Aspekt für mich besteht allein in diesen drei kleinen Buchstaben, in diesem Wir. Wer ist das Wir? Wann ist das Wir? Wie ein Wir? Und konstruiert das Wir bereits auch ein Ihr? Mhm. Und das bringt mich zu Saschas Punkten von White Innocence. In der Tat ist das eine Figur, die darin auch tragend ist. Und ich denke, also es gibt für mich keine abschließende klare oder keine abschließende Antwort jetzt auf deine Frage, Ines, aber ich möchte sie verbinden mit einigen dieser Figuren in Sabines Essay. White Innocence ist in epistemischer Gewalt eingeschrieben. White Innocence ist in dem Narrativ und auch, und ich würde es
ich nenne es immer Geisternarrative. Ich finde das spannend, gerade auch nochmal jetzt von dir zu hören, Sabine, wie wichtig für dich auch die Figur der Geister waren. White Innocence ist darin eingeschrieben, in den Geisternarrativen der letzten Jahrhunderte, wie wir epistemisch auch Vorherrschaft zentriert haben. Und ich möchte noch nicht sofort dem vorweggreifen, aber ich hoffe, dass wir uns auch ganz kreativ und liebevoll auch streiten können. Und dafür möchte ich auch gleich ein wenig etwas anbieten und werde mich dazu auch outen als studierte Althistorikerin, was mir schon fast ein bisschen peinlich ist, muss ich dazu sagen. Aber gerade der Punkt zur Demokratie hat mich auch aus meiner Biografie, aus meiner DDR-Sozialisation immer etwas verstört. Ich stimme dir vollkommen zu, Sabine, wie du es gerade ausgeführt hast, was letztendlich bereits in der Grundlegung der, ich würde es schon nennen, modernen Demokratie an Auslassungen und Ungleichheiten eingeschrieben wurden. Zu denken wäre auch an die US-amerikanische Verfassung, die uns ja gemeinhin immer noch im globalen Westen als die Grundlage der Demokratie gilt. Die beinhaltet, dass Menschen in Zehntelvariationen als solche gesehen werden. Das ist epistemische Gewalt. Und das ist in alle unsere Körper eingeschrieben. Und diese Verkörperlichung dieser auch über Jahrhunderte weiter tradierten Narrative, die haben wir nicht abgelegt, damit, dass wir ein Amendment zum Beispiel in dieser Verfassung haben. Dieses Amendment ist wichtig. Es rückt die Menschlichkeit von schwarzen Menschen in den USA, rezentriert dieses. Aber dieses Amendment zum Beispiel hat auch Auslassungen und Lücken, weil es auf die indigene Bevölkerung überhaupt nicht eingeht. Und das Amendment geht in keinster Weise auf die Gewalt, die verkörperlicht wurde, ein. Das heißt, was macht es mit weißen US-amerikanischen BürgerInnen? Also all das verkompliziert sowieso schon die moderne Auslegung von Demokratie. Und wenn wir jetzt noch zurückgehen und uns anschauen, auf welche Nährboden wir hier auch aufbauen, so ist natürlich das schon, dass die athenische Demokratie genauso funktionierte, die letztendlich Bürger nur als solche sah. Und wir könnten es mit unserer modernen Sprache als weiße, athenische, männliche, cis positionierte Bürger sehen, und alle anderen Subjekte, markierte Subjekte, waren davon ausgeschlossen. Ne? Auch hier wiederum, wie Akhil Mbembe uns verdeutlicht hat, dass Demokratie nicht ohne Kolonialität zu denken ist, auch das hat bereits den Ursprung in der Antike, in der athenischen Demokratie. Wenn wir sehen, dass mit Demokratie die andere Seite der Münze ist, Barbaros, dass dieser Begriff geprägt ist des sogenannten Barbaren, der im Prinzip verdeutlicht hat, alle die zur Demokratie nicht dazugehören. Also alle außerhalb der athenischen Demokratie. Peggy, wenn ich ganz kurz einhaken darf, heißt das dann, weil über die Ausschlüsse hat ja Sabine auch nachgedacht und darüber haben wir auch gehört, aber heißt das, dass du den Begriff der Demokratie loswerden willst, weil du anders als Sabine ihn nicht für nicht anders füllbar, für nicht reformierbar hältst? Du hattest uns ja einen liebevollen Streit angeboten, da muss ich natürlich sofort drauf zurückkommen. Ja, und dann kommst du natürlich gleich mit der schwierigsten Frage. Ich möchte dich nochmal kurz zurückstellen. Ich würde nicht sofort hineingehen und sagen, dass wir bestimmte Formate sofort ablehnen. Aber ich denke, wir müssen sie noch mit mehr Inhalt füllen. Und da würde ich zum Beispiel auch gerne noch einmal Judith Butler bemühen, und zwar in ihrer Auseinandersetzung mit Kosmopolitismus. Und hier nämlich sind wir auch in deinen Diskussionen, Sabine, nämlich über Bürgerlichkeit und in der Spanne zu Weltbürgertum, dass du ja im Prinzip auch aufnimmst. Du sprichst zwar nicht von Kosmopolitismus, aber du umspannst ja ein Feld von Bürgerlichkeit in der Welt.
und über die Ungewählten, die sich global vereinigen sollen. Dieser kleine Aufsatz von Judith Butler hat mir komplett die Augen geöffnet. Ich fand das wirklich sehr faszinierend, indem sie Universalismus nochmal ganz stark auch dekonstruiert und im Prinzip sagt, dass Universalismus nur möglich ist mit der Existenz der anderen. Mhm. So, die Minorities müssen da sein, damit Universalismus überhaupt intelligible ist, damit es überhaupt anwendbar und verstehbar ist. Das finde ich erstmal schockierend, weil es uns nämlich von dem ein anderes Wir ist möglich nicht wegbringt, aber es doch nochmal extrem verkompliziert und eigentlich sogar gut verkompliziert, weil es nämlich bedeutet, wir müssen es ernst nehmen. Und hier würde ich eine andere Figur mit reinbringen wollen, nämlich die der radikalen Positionierung und auf Differenz setzen. Und dann können wir vielleicht von da aus gucken, inwieweit wir Demokratie, so wie wir sie jetzt verstehen, auch retten können. Peggy, ganz herzlichen Dank. Ich würde jetzt aber trotzdem gerne nochmal Sabine die Gelegenheit geben, darauf zu antworten, bevor wir dann nochmal zu dem Punkt kommen, der für dich ja sehr, sehr wichtig ist. Was bedeutet die radikale Positionierung, um überhaupt zu einer Vision, zu einem Traum von einem demokratischen Wir wieder zurückzukommen? Sabine, magst du antworten? Ja, ich würde gerne auch nochmal von Sascha auf die Frage der weißen Unschuld, der White Innocence, kommen, weil ich glaube, die hängt natürlich auch mit der Idee von Universalismus zusammen, sozusagen. Universalismus, die Form von Universalismus, die wir bislang kennen, ist ja Teil dieses Traumes, um jetzt bei dem Bild von Butler zu bleiben, von dem ich glaube, dass wir eben aus ihm erwachen müssen, weil er die anderen, wie Peggy zu Recht sagt, voraussetzt. Er braucht die vielen, er braucht diejenigen, die in meiner Terminologie zu Ungewählten gemacht worden sind, denen der Umstand, wie Butler sagt, dass wir alle gemeinsam ungewählt sind, ja nur den einen aufgebürdet wird, damit die anderen sich als die Freien und Gleichen imaginieren können. Und insofern geht es tatsächlich nicht darum, also ich habe es vorhin schon irgendwie gesagt, also mir geht es nicht um eine nachholende Bewegung, sozusagen darum, wir müssen nur die Marginalisierten der Geschichte irgendwie in das Versprechen von Freiheit und Gleichheit sozusagen noch hineinholen und den Universalismus quasi komplett machen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren, weil es eben genau das verkennt, dass der Universalismus sozusagen auf einer paradoxalen Struktur von Egalität und Ausgrenzung immer schon basiert hat. Also brauchen wir eine ganz neue Vision von Universalismus. Und da war für mich die Figur, und ich schleiche mich an die White Innocence sozusagen von hinten heran, und da war für mich im Nachdenken in diesem Buch die Figur von Franz Fanon sehr wichtig, die Verdammten der Erde damit beendet, dass er davon spricht, dass wir niemals gelernt haben, in Gesellschaft aller Menschen voranzugehen. Und das was heißt das? Ich meine, das kommt so relativ banal daher, in Gesellschaft aller Menschen. Und die meisten von uns würden sofort sagen, ja, aber das ist doch so. Erstens sind wir alle Menschen. Das ist zum Beispiel was die Studierenden mir oft irgendwie dann bringen. Ja, aber wir sind doch alle Menschen. Und darum geht es doch irgendwie, dass wir alle Menschen sind. Und damit sind wir alle schon gleich. Ne? Nein, wir sind es eben nicht. In die Form des Menschlichen, wie Butler uns gezeigt hat, sind nur die einen, nur die wenigen bislang hineingelassen worden. Und all die anderen wurden sozusagen außen vor gelassen und damit auch Freiheit gleich und Gleichheit eben ungleich verteilt. Das heißt, wir brauchen eine neue Idee des Universalismus, die von dem, und hier kommt jetzt die Figur der zärtlichen Bürgerlichkeit ins Spiel, die genau von dieser radikalen Positioniertheit ausgeht, die lernt von sich selbst abzusehen, die das
das andere in den Blick nimmt, wie Tokarczuk sagt, das, was nicht ich ist. Und damit sind wir aus meiner Sicht sozusagen sehr dicht an dem, was in dieser Idee der Epistemologie der Ignoranz oder eben in dem Fall der weißen Unschuld, der White Innocence, auch Gloria Wecker, eine Kollegin aus den Niederlanden, hat ihr Buch über die niederländische Geschichte White Innocence and the Paradoxes of Ways and, jetzt komme ich gerade nicht auf den Untertitel, wo sie genau sozusagen die koloniale Geschichte der Niederlande ausleuchtet, getitelt. Worum geht es dabei, wenn Elsa Dolin sagt, das Privileg der Herrschenden ist es, von den anderen nicht wissen zu müssen? Heißt Zeit für sich selbst zu gewinnen, nur sich selbst lieben zu können, sich selbst wertschätzen zu können. Ich muss über die anderen nicht mal nachdenken, sozusagen. Sie sind komplett aus meinem Universum verdrängt. Das ist ja auch eine Grundfigur des Feminismus, ne? Ja. Also sozusagen das patriarchale Denken denkt nicht über Diskriminierung, sexistische Diskriminierung nach, weil es reicht ihnen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, und aus feministischer Perspektive ist man ständig dabei, die anderen Geschichten einzuschreiben. Und das Gleiche ist natürlich auch, und so denke ich, ich als weiß gelesene Person, die natürlich damit immer schon privilegiert wird und ist und gewesen sein wird, ich wiederhole auch in gewisser Weise diese White Innocence über mein Privilegiertsein. Und muss es auch immer erst wieder lernen und verlernen. Und sozusagen, das ist auch Teil der Arbeit des Gunda-Werner-Instituts, da so Analogien zu bilden, ja, zu sagen, okay, wenn ich sozusagen die Kritik an dem Patriarchat habe, genau, dass diese Geschichten nicht erzählt werden, dass sie dethematisiert werden, dass sie eben nicht real werden dürfen, wie du, Sabine, in deinem Punkt schreibst, dann stehe ich natürlich auch in der Verantwortung, das Weißsein als kritische Kategorie hier hineinzunehmen und mich immer wieder auch selbst zu deprivilegieren, beziehungsweise mein Privilegiertsein zu verlernen, also diese Analogien wirklich zu denken. Mhm. So, das war der letzte länger Exkurs von meiner Seite, versprochen. Ja, also und also was, glaube ich, noch wichtig ist, dass die Kehrseite von dieser weißen Ignoranz oder der weißen Unschuld eben ist, das umgekehrt die beherrscht. Und das ist, war für mich eben wichtig als eine, die selber Wissen produziert, die selber Interpretationen und Weltdeutungen produziert, die selbst daran beteiligt ist, uns allen sozusagen Weisen zur Verfügung zu stellen, wie wir uns selbst verstehen können. Und das gehört eben zur Epistemologie, also zu epistemischer Gewalt dazu, dass die Herrschenden sozusagen die Raster, die Kategorien liefern, in denen wir uns verstehen können. Allen voran Race und Gender beispielsweise, als die beiden vielleicht zentralen Kategorien, mit denen die Unterwerfung der vielen sozusagen gelungen ist, weil sie den Unterworfenen die sozusagen eine Welt aufbürdet, in der sie sich noch in den Kategorien der Herrschaft selbst nur wahrnehmen und lesen können und selbst für sich erklären können, sozusagen. Also es ist nicht, die eine Seite ist, es schafft den Herrschenden Raum, Zeit und das Vermögen, zu sich selbst gut sein zu können, um es mal so zu sagen. Und es verschließt, es zerstört zugleich den Raum und die Möglichkeiten der anderen, zu sich selbst gut sein zu können, weil sie sich in den Begriffen von Herrschaft, von Unterwerfung begreifen müssen und in den Begriffen von Herrschaft sozusagen
darstellen, auch darstellen müssen. Sascha, ist deine Frage beantwortet? Ja, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt. Ich glaube, das ist, mir geht es ja gar nicht darum, dass es eine Frage, also es ist natürlich keine Frage, die man beantworten kann, sondern ich glaube halt, also mein grundsätzliches Problem, und nicht mit Geisteswissenschaften, sondern vielleicht mit meinem Kulturbereich, in dem ich hier aktiv bin, ist, dass wir immer das Problem woanders suchen. Und dass wir immer glauben, dass die Antwort dann gefunden zu haben. Ah gut, okay, wenn wir das Gender-Sternchen benutzen, dann ist alles in Ordnung. Oder wenn wir ein Programm für Geflüchtete haben, dann ist alles in Ordnung. Oder wenn wir eine bestimmte Quote von POC-Frauen erfüllen, dann ist alles in Ordnung. Ich glaube nicht daran, dass es so funktioniert. Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, hat unter anderem Peggy Piesche und Sabine auch anklingen lassen, dass es eben durch diese einfachen Rezepte nicht funktioniert. Und das ist das, wo ich immer wieder hinbohre. Mir ist klar, dass wir da jetzt nicht irgendwie heute Abend mit einem Rezept rausgehen. Aber wenn ich von White Innocence spreche, auch wenn ich selber nicht weiß bin, meine ich mich mit. Weil ich glaube, ich bewege mich in einem System, das mir gar keine Wahl lässt. Unter bestimmten Bedingungen bin ich privilegiert, stehe über anderen, nehme anderen Lebensraum weg, nehme anderen Privilegien weg oder Ressourcen, die sie brauchen zum Weiterkommen. Ich kann mich daraus nicht denken, ich kann mich daraus nicht kämpfen, ich kann mich nicht daraus demonstrieren. Und deswegen habe ich diese Frage mitgebracht. Ich glaube, mir geht es gar nicht so sehr darum zu sagen, lass uns jetzt einfach die eine Antwort finden und die immer vor unsere Bücher stellen, sondern was machen wir mit uns? Was machen wir konkret? Das war so ein bisschen vielen Dank für diese Frage. In Anbetracht der Zeit würde ich jetzt gerne noch den Übergang finden zu dem ganzen großen Thema der Traum der Zärtlichkeit. Und vielleicht noch mal kurz auch bei dir bleiben, zärtliche Erzählerin. Das ist ja, da muss ich natürlich dich auch als Schriftstellerin fragen. Wenn du schreibst, denkst du dann an Zärtlichkeit? Oh nein. der Vorgang des Schreibens ist ja im besten Fall für mich zumindest ein unbewusster, ich denke gar nicht. Ich fühle sehr viel, das stimmt, und meistens ist das eher Wut in meinem Fall. Virginia Woolf hat gesagt, man darf nicht wütend schreiben, man muss alles ruhen lassen, bis man wieder ganz klar ist. Und dann wieder an den Schreibtisch, ich bin das Gegenteil, ich schreibe aus Wut. Das heißt, nein, zärtlich gehe ich nicht an den Schreibtisch, aber wir gehen ja von dem Gedanken von Olga Tokarczuk aus, die, wenn ich sie richtig verstanden habe, oder zumindest wie ich sie interpretiere, diese Rede müssen Sie unbedingt lesen, falls noch nicht geschehen. Olga Tokarczuk beschreibt in der Nobelpreisrede die zärtliche Erzählerin, die eben alle meint. Die wirklich eine Art Erzählerin aus der vierten Person. Eine Erzählerin, die sagt, es geht nicht mehr um das Ich in der Erzählung. Und ich finde, also ich meine, wäre Olga Tokarczuk jetzt hier, sie war vor ein paar Wochen in Berlin, das ist jetzt gar nicht so abwegig, hätte ich gern mit ihr darüber diskutiert, weil ich glaube, da gibt es etwas, was entweder zu kurz gegriffen ist, einfach aufgrund der Zeit, die sie für die Nobelpreisrede hatte, oder vielleicht war das einfach nicht in ihr Interesse, aber ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, ich zu sagen. Und ich glaube auch nicht, dass es geht auch, glaube ich, also wenn ich da ganz kurz einhaken darf, und ich könnte, es geht ja eher ganz stark auch um das Verpersönlichung. Ja, also ein Zitat ist aus der Rede, die Zärtlichkeit verpersönlicht alles, worauf sie sich bezieht. Sie gibt diesem einen Stimme sowie Raum und Zeit, um in die Existenz zu kommen und Ausdruck finden zu können. Auch die Teekanne wird durch Zärtlichkeit zum Sprechen gebracht, also wird verpersönlicht. Und ich denke, da ist ja da klingt ja auch ein Ich an in dem Persönlichwerden. Ja, oder vielleicht wäre ein anderes Wort dafür, Sabine? Empathie. Aber also weißt du, was ich meine? Olga Tokarczuk redet schon sehr stark von dem Ich gegen das Wir. Jetzt weiß ich nicht, ob es das Universelle wäre oder das Plurale oder das Weltliche. Aber das ist etwas, wo ich Fragezeichen habe und wo ich widersprechen würde. Die zärtliche Erzählung bei Olga Tokarczuk ist so vieles, aber so wie Sabine das gebraucht, wenn ich dich richtig verstehe, da geht es schon darum, nicht von mir auszudenken, sondern von der Welt auszudenken. Ich als schreibender Mensch habe damit ein Problem. Also ich glaube nicht, dass Schreiben so funktioniert. Okay. Dann frage ich jetzt mal Peggy, was fängst du mit der Denkfigur der Zärtlichkeit, also auch der Theorie, auch der zärtlichen Erzählerin, aber eben überhaupt der Zärtlichkeit an? Ich denke, das, was Sabine auch gesagt, was du gesagt hast, die Ungewählten sind für dich auch einfach, es ist eine Denkfigur, ja, es ist eine Suchfigur. Und das Gleiche könnte man sicherlich sagen von der Zärtlichkeit auch als
als Suchfigur hin zu einem anderen demokratischen Wir. Was fällt dir dazu ein, Peggy? Ich glaube, am besten da heran komme ich mit der Brücke, dass es persönlicher wird, dass es eine Persönlichwerdung ist und dann die Frage, wovon oder von wem. Und es ist, denke ich, von denjenigen, die von der epistemischen Gewalt aus der Geschichte herausgetragen wurden. Und aus der Geschichte herausgetragen zu werden, bedeutet zumindest das Band in die Gegenwart und damit auch in die Zukunft erstmal abgeschnitten zu haben. Mhm. Und wie erzählen wir diese Geschichten noch? Wie kommen wir noch auch zu eben diesen Erfahrungen? Und das ist meines Erachtens etwas, was nicht mehr nur individualisiert ist, sondern es sind kollektive Erfahrungen. Und ich denke bei dieser Figur an zwei AutorInnen, an zwei Schriftstellerinnen. Das ist zum einen Toni Morrison, die das immer wieder auch in ihrer Figur von Rememory auch ausgeübt hat, immer wieder danach gesucht hat, wie diese kollektive Erfahrung, die abgeschnitten ist oder vermeintlich abgeschnitten ist, wie die zurückgeholt werden kann. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Bezugspunkt. Sascha, du hattest gerade auch schon gesagt, vielleicht kann man es auch Empathie nennen. Und ich glaube, genau das, da müssen wir hin, dass wir hier was von einer kollektiven Empathie uns auch wieder zurückholen können, von der wir auch wiederum abgeschnitten sind. Nämlich Empathie ist sehr vermachtet. Die ist in keinster Weise ein frei verfügbares und individuell zu besetzendes Gefühl, sondern es ist eine vermachtete Figur. Und wir haben nicht gleichermaßen kollektive Empathie. Das sehen wir, wie wir mit Atrocities, mit Katastrophen im globalen Süden umgehen oder wenn in unserem Nachbardorf hier etwas passiert und es 24/7 medial auch gezeigt wird. Ne? Und beides ist wichtig, aber das ist ein extremes Ungleichgewicht. Die zweite Schriftstellerin, bei der ich daran denke, ist Sharon Otoo mit ihrem Buch Adas Raum, die gerade auch das, was vielleicht also diese Zärtlichkeit auch der Erfahrung, die Zärtlichkeit von Wissen, die Zärtlichkeit von des Weitertragens dieser Erfahrung in diesem Buch auch darstellt in verschiedenster Gegenständlichkeiten, also von einem Türknopf, einem Besen, von einem Raum, einer Wand, die diese Erfahrungen weiterträgt und sie verkörperlicht. Und ich glaube, das kann uns helfen, vielleicht auch selber menschlicher zu werden. Dafür ist Literatur ja sowieso da. Uns mit unserer Abgeschnittenheit und da, wo wir uns entmenschlicht haben von uns selbst, da eine Hand zu strecken, um uns da wieder zurückzuholen oder uns da eine Möglichkeit zu geben. Und ich glaube, dass solch eine Literatur kann uns das ermöglichen. Denn worum geht es? Also welche Formen des Wir oder auch des Ichs haben wir? Und da bringe ich noch eine letzte Referenz rein und dann höre ich auch auf. Sabine, du zitierst natürlich auch Audre Lorde. Und hier ist eines meiner fundamentalen Referenzen natürlich The Litany of Survival. Diese Ausdruckstiefe, we were never meant to survive, das geht nur mit Zärtlichkeit wieder hochzuholen. Oder in meinen Worten wäre es dann mit kollektiver Empathie. Mhm. Vielen Dank. Sabine, magst du? Ja, um vielleicht darauf zu reagieren. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir, wenn wir über Zärtlichkeit sprechen, dass wir versuchen, uns zu lösen von allen, wie auch immer, romantischen Assoziationen. Darum geht es überhaupt gar nicht. Und ich glaube, darum geht es auch bei Tokarczuk nicht, sondern es geht
Peggy, du hast jetzt gerade von kollektiver Empathie gesprochen. Ich würde von einer politischen Tugend sprechen, nämlich von sich selbst abzusehen und die Welt aus anderen Sichtweisen als der eigenen sehen zu lernen. Und damit sind wir natürlich schon gleich bei der Frage, sind wir natürlich auch wieder bei der Frage von Macht, weil welche Perspektiven existieren denn überhaupt, wenn wir zuvor über epistemische Gewalt gesprochen haben und wenn epistemische Gewalt im Kern sozusagen die Vernichtung von Möglichkeiten, die Vernichtung von Begriffen ist, sich selbst zu erzählen, sich für sich selbst und für andere zu verstehen zu geben, dann geht es natürlich auch zunächst darum, diese Möglichkeiten wieder zurückzuholen, neu zu erfinden, Möglichkeiten zu schaffen und vor allen Dingen zunächst Rechenschaft, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, der Begriff der Rechenschaft spielt in meinem Buch eine wichtige Rolle und dass wir etwas einander schulden. Und was wir einander schulden, ist zum Beispiel genau das, dass wir die Möglichkeiten, uns selbst zu erzählen, gewaltförmig und gewalttätig reduziert und vernichtet haben. Wir haben das jeden Tag werden auf dieser Welt Arten ausgelöscht, es werden Sprachen, Kulturen werden zerstört. Wir führen jetzt seit einiger Zeit endlich vehementer die Diskussion um koloniale Raubgüter in unseren Museen. Das ist eine Form, wie wir für viele Menschen auf der Welt ihre Möglichkeiten für sich selbst Sinn zu generieren und sich in ihren eigenen sozusagen Begriffen und Artefakten erzählen zu können, vernichtet haben. Also die Vernichtung von Kultur ist sozusagen ein wichtiger Moment darin. Und insofern, das gilt es sozusagen auch erstmal zu verstehen. Das gilt es zu verstehen und darin gilt es für einige von uns Verantwortung zu übernehmen. Wie gesagt, der Begriff der Rechenschaft ist hier wichtig. Und um noch einmal auf das Bild mit dem Traum, aus dem wir erwachen müssen, zurückzukommen, es gilt zu begreifen, dass wir hier in einem gewaltförmigen Ausmaß Welt zerstört haben, die nicht mehr einfach da ist und damit die Möglichkeiten der Einzelnen gut ein gedeihliches Leben führen zu können, wie ich das nenne, und vielleicht sogar unwiederbringlich zerstört haben. Das, glaube ich, ist wichtig, das einfach mal so stehen zu lassen. Ich möchte jetzt und ich das Publikum einladen, sich in der nächsten halben Stunde, so lange haben wir noch gemeinsam, mit Fragen an Sabine, an Sascha, an Peggy, aber eben vor allem an Sabine zu wenden. Und zwar sowohl hier als auch online. Die Idee ist, dass Sie sich einfach melden. Es wird ein Mikrofon rumgegeben. Meine Kollegin Julia hat das Q&A im Blick. Vielleicht, wenn du schon eine Frage hast von unserem digitalen Publikum, magst du sie, bevor sie sich vielleicht hier nochmal überlegen, was sie fragen möchten, vielleicht eine hier reingeben? Ja, danke. Aber jetzt machen wir erstmal die eine Online-Frage, genau. Ist nicht an. Ich muss einfach reinsprechen, dann geht's an. Wir haben eine Frage aus dem Chat von Helmut Scheel. Er fragt, an Sabine gerichtet, vermute ich, wie stellen Sie sich die Entwicklung eines Weges bis zur undifferenzierten Gesellschaft vor?
auch im Hinblick auf die zeitliche Perspektive, weil seine Vermutung ist, dass die Umsetzung ja nicht an einem Tag oder über Nacht vollzogen wird, sondern dass alle Menschen unabhängig von ihrer persönlichen Einstellung da mitgenommen werden wollen bei diesem Prozess. Ja, das wäre jetzt schön, wenn ich sagen könnte, okay, das sind die Schritte dahin und das werden wir in x Jahren erreicht haben. Ich wäre sehr glücklich gewesen, wenn es mir gelungen wäre, sozusagen ein solches Buch zu schreiben. Aber ich glaube, wichtig ist zunächst mal, also das Ziel ist nicht die undifferenzierte Gesellschaft. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das Ziel ist vielleicht eher eine Gesellschaft, in der Differenz endlich existieren darf und kann. Stuart Hall hat schon in Anfang der 1990er Jahren in einer Vorlesung gesagt, das Problem des 21. Jahrhunderts wird die Frage sein, wie mit Differenz leben. Und ich glaube, er hat da das sehr hellsichtig erkannt. Das ist genau die Herausforderung, vor der wir stehen, nämlich Differenz auch endlich zuzulassen. Und das ist in der Tat kein Akt, den wir von heute auf morgen vollziehen. Ich glaube, Peggy ist darauf zu sprechen gekommen und Ines hat es auch kurz erwähnt. Das Buch beginnt mit einer Überlegung, die an einen Satz von Audre Lorde in einem Gespräch mit Adrienne Rich anschließt. Und in diesem Gespräch beschreibt Audre Lorde ihre Erfahrung als Lehrende an einem College in Manhattan in den frühen 1970er Jahren. Und sie schreibt da, sie sagt, ja, so ihre Art zu unterrichten war nie irgendwie die Studierenden mit tonnenweise Literatur zu überschütten, sondern etwas, was sie selbst Confrontation Teaching, Konfrontationsunterricht nennt. Und sie sagt in diesem Zusammenhang, dass sie da begriffen hat, dass ein Lernprozess so etwas wie ein Aufstand ist und ein Aufstand umgekehrt ein Lernprozess sein kann. Und damit ist schon klar, sozusagen ein Lernprozess ist etwas, was lange dauert, was zumindest sich in Zeit ausdehnt. Anders als vielleicht das Bild, das wir von einem Aufstand haben. Wir bauen die Barrikaden, wir stürmen die Barrikaden und am nächsten Tag ist die Welt eine andere. So hat es noch nie funktioniert. Da muss man vielleicht auch so die maskulinistischen und heroistischen Fantasien, die in Revolutionsbildern irgendwie stecken, noch mal ein bisschen zertrümmern. Also ich glaube, es ist ein langwieriger, sehr mühsamer Prozess eben des Lernens und vor allen Dingen des Verlernens, nämlich des Verlernens von Dominanzkultur. Wenn Peggy recht hat und wir nicht erst seit 500 Jahren, seitdem die weißen Europäer die sogenannte neue Welt betraten und auf die anderen trafen und sich sofort die Frage stellten, sind das überhaupt Menschen, auf die wir hier getroffen sind? Und die ersten, die sie zurückbrachten in die alte Welt und vor ihre Herrscher stellten und gesagt haben, hier, die Exemplare, die haben wir da gefunden und wir glauben, das sind keine Menschen. Also wenn Peggy recht hat, ist diese Geschichte noch viel, viel länger zurückgeht als nur 500 Jahre, dann ist das ein ziemlich langer Weg, den wir vor uns haben, des Verlernens von Dominanzkultur, das, was, wie Birgit Rommelbacher ja sagt, sozusagen alle Poren unserer Gesellschaft durchzieht, dass wir kaum anders können als in Relationen von Unter- und Überordnung der Welt und den anderen zu begegnen. Also es ist ein mühsamer Weg, aber es ist ein Weg, auf dem wir auch etwas zu gewinnen haben, eben eine Erfahrung, die wir nie gemacht haben, wie Fanon sagt, in Gesellschaft aller Menschen voranzugehen. Okay. Ich habe zwei Fragen. Mir gefällt das Buch total gut, diese Diskussion übrigens auch.
Die erste Frage ist eher akademisch. Es gibt ja ein paar, ich würde jetzt nicht sagen konkurrierende, sondern vielleicht eher verwandte Projekte, die sowas Ähnliches wollen, nämlich eine eher auf Gemeinschaftlichkeit basierte Perspektive, die westlichen oder auch neoliberalen Individualismus überwindet. Mhm. Mir fällt zum Beispiel ein, Ansätze von Ubuntu aus Südafrika oder auch das Konvivialistische Manifest aus Frankreich, was ja auch ins Deutsche übersetzt ist und so. Die kommen jetzt in deinem Buch nicht vor. Mich würde aber sehr interessieren, wie du das, was du gemacht hast, ins Verhältnis zu diesen Projekten setzt. Das ist die erste Frage. Und die zweite ist eher politisch. Die ist so ein bisschen ähnlich wie die, die eben im Chat kam. Aber ich möchte sie trotzdem noch mal stellen, auch wenn du sie jetzt so ein bisschen auch schon beantwortet hast. Du hast eben auch noch mal gesagt, dass sozusagen analytisch gesehen das Verhältnis zwischen roher und zärtlicher Bürgerlichkeit eigentlich ein Gegensatz ist. Mhm. Mich würde aber wirklich interessieren, ob du Vorstellungen darüber hast, was politisch sozusagen oder wie politisch diese beiden Formen im Verhältnis stehen und stehen können, wenn dein Wunsch, dein Traum, deine Perspektive sich durchsetzt. Ist es eher so, dass du denkst, dass so eine zärtliche Bürgerlichkeit sich in irgendwelchen gesellschaftlichen Nischen oder Teilbereichen entwickelt und dann vielleicht parallel herrscht? Oder glaubst du, dass man diese rohen Bürger, die ja zum Teil Mörder sind, die Namen stehen, die Namen von Hanau stehen an der Wand, dass man die irgendwie durch Bildungsarbeit oder irgendwelche anderen Maßnahmen, beispielhaftes Agieren oder so, überzeugen, kriegen oder irgendwie ins Boot holen könnte? Ja, danke. Zwei wichtige Fragen. In der Tat habe ich mich weder mit Ubuntu noch mit dem Konvivialistischen Manifest jetzt hier in diesem Buch intensiver auseinandergesetzt. Das sind schon Ideen gewesen, die sozusagen im Horizont meines Schreibens irgendwie präsent waren. Aber wo ich gemerkt habe, sozusagen, ich musste mich davon erstmal, also nicht bewusst distanzieren oder so, aber um meine Idee irgendwie entwickeln zu können, hatte ich das Gefühl, ich kann mich nicht gleich schon mit einer in Teilen verwandten Vision sozusagen auseinandersetzen. Weil ich auch glaube, dass es einen signifikanten Unterschied gibt. Ich habe ja nicht versucht, eine bestimmte Idee von Gemeinschaft zu entwickeln. Das Buch heißt ja auch sehr bewusst eben nur Gemeinschaft der Ungewählten und nicht die Gemeinschaft der Ungewählten. Also es geht nicht um eine bestimmte Idee von Gemeinschaft, nicht um eine bestimmte Gemeinschaft, sondern es geht um ein anderes Denken von Gemeinschaftlichkeit vielleicht eher, die auf Reziprozität, Rechenschaft und Responsabilität im Wesentlichen gründet und auf der Idee einer dreifachen Form der Sorge, nämlich der Sorge um uns selbst, der Sorge um andere und der Sorge um die Welt. Darüber haben wir jetzt heute Abend noch nicht gesprochen, aber so, mir ging es, wie gesagt, weniger darum, eine bestimmte Idee von Gemeinschaft zu entwickeln, sondern eher um eine Idee von Gemeinschaftlichkeit und deswegen habe ich mich erstmal von diesen Ideen, die was Ähnliches, ein bisschen was Ähnliches versuchen, aber auch was anderes, ferngehalten, um in meinem eigenen Denken irgendwie voranzukommen. Aber für weitere und nächste Schritte ist das auf jeden Fall was dann anstehen würde, sozusagen nochmal zu gucken, wie man auch diese Projekte stärker zueinander bringen kann. Das Thema Verhältnis Ruhe und zärtliche Bürgerlichkeit und auch jetzt in unserem politischen System Nische oder Gleichzeitigkeit, Bekehrungsmöglichkeit. Also ich meine, natürlich ist jetzt mal gewissermaßen naiv gesehen meine Hoffnung schon, dass die zärtliche Bürgerlichkeit die rohe Bürgerlichkeit verdrängen kann, wenn die rohe Bürgerlichkeit das Signum sozusagen einer Zeit ist, in der der Neoliberalismus und die autoritäre Revolte eben fusioniert sind und zur Hegemonie in der Welt geworden sind, dann wäre das natürlich die Hoffnung sozusagen, dass wir mit der zärtlichen Bürgerlichkeit diese Hegemonie überwinden. Das ist natürlich eine vielleicht zu naive Hoffnung. Tatsächlich, aber die andere Frage, die dahinter steckt, was machen wir mit denen, die eben
die Welt nicht teilen wollen mit uns. Wenn das der zentrale Punkt ist, also das Buch endet mit dem Satz, wir lernen die Welt zu teilen mit allen oder wir existieren nicht. Punkt. Was machen wir aber also mit denen, die eben das genau nicht wollen? Hannah Arendt, die für mich eine wichtige Referenzgeberin gewesen ist und weiterhin auch ist, und der ich denke, diese Idee des Ungewähltseins ja auch in großem Maße verdanke, schreibt ja in ihrem Buch Eichmann in Jerusalem im Schlussepilog, oder wo sie einen gewissen fiktiven Monolog, den sie an Adolf Eichmann gerichtet hat und in dem sie begründet, warum sie selbst es richtig fand, dass Eichmann zu Tode verurteilt worden ist und hingerichtet worden ist. Und sie sagt, genau deshalb, weil die Nazis sich ein Recht angeeignet haben, das nicht existiert, nämlich zu entscheiden, mit wem sie die Erde bewohnen wollen. Und weil die Nazis das getan haben, kann niemand von denen, die überlebt haben, sozusagen gezwungen werden, mit solchen selbst weiter die Erde bewohnen zu müssen. Nun bin ich keine Verfechterin der Todesstrafe, sozusagen. Das ist nicht die Option, die wir haben, die Feinde selbst umzubringen. Und insofern haben wir nur letztendlich die Option, zu versuchen, sie davon zu überzeugen, dass sie davon ablassen müssen, von ihrer Politik und ihrer Haltung eben umgekehrt die Welt nicht teilen zu wollen. Ich weiß, das klingt jetzt irgendwie sehr, vielleicht ein bisschen naiv, aber... Nö, finde ich gar nicht so sehr. Ich glaub, also ich meine, also sozusagen, wenn du sagst, der einzige Weg, sie nicht, also nicht in Krieg, nicht in den Kriegszustand zu kommen, ist die Überzeugungsarbeit über eine Zärtlichkeit, die jetzt aber nicht so eine sozusagen eine romantische Zärtlichkeit ist, ich will dich nicht wiederholen, dann finde ich das jetzt erstmal durchaus sehr diskussionswürdiges Konzept. Und ich, nur ganz kurz in meiner Form als Moderatorin, ich möchte gerne noch ein paar Fragen aufnehmen, deswegen einfach die Bitte, dass wir hier auf dem Podium ein bisschen kurz werden, aber ja. Sascha, selbstverständlich gerne. Ich habe eine Frage, ich habe keine Stellungnahme, sondern ich habe eine Frage, aber vielleicht können wir ja auch den Leute aus dem Publikum erstmal, weil ich hätte dazu direkt was gefragt, aber es können auch gerne erstmal andere Leute sich äußern. Erstmal vielen Dank. Ein bisschen ungewohnt hier. Ich bin von der Zärtlichkeit nicht überzeugt. Also eigentlich ein großer Fan von Zärtlichkeit, aber Zärtlichkeit überzeugt mich nicht in dem Rahmen, den wir hier aufgemacht haben. Also der Rahmen, der einerseits gekennzeichnet ist durch das, was Sascha jetzt auch nochmal wiederholt hat von James Baldwin. In der Unschuld liegt das Verbrechen. Und also wir haben ja jetzt hier von Peggy auch noch mal ein paar andere literarische Gewährspersonen, andere Autorinnen gehört. Und wenn ich an Audre Lorde denke und an Lernprozesse, die Audre Lorde ausgelöst hat, und das ist ja für dich auch ein ganz wichtiger Bezugspunkt, dann geht es für mich um etwas, was ich hier einfach vermisse auf dem Weg, also sozusagen dahin, was jetzt sozusagen dieses Bild ist, was allmählich entsteht. Und das sind Affekte. Also Sascha hat es vorhin schon gesagt oder hat einen genannt, nämlich den Affekt der Wut. Wenn wir hier die Namen lesen, dann kommen auch noch andere Affekte in den Sinn. Und da fehlt mir unheimlich viel. Also ich meine, epistemische Gewalt oder Lernprozesse, die sind ja nicht so easy. Also wir alle haben wahrscheinlich in den Auseinandersetzungen um Rassismus und so weiter auch heftige Konfrontationen erlebt. Und das löst sich für mich zu wenig, also in dieser Vorstellung von Zärtlichkeit auf. Meine Frage wäre eben die nach den Affekten und damit natürlich einfach auch noch nach einer anderen Sprech- und Erzählweise, die vielleicht mit der zärtlichen Erzählweise nur einen Aspekt benennt. Danke. Sabine. Wow, vielleicht sammeln wir ein paar Fragen.
damit mehr hier vorne noch mal Tanja und dann würde ich auch noch mal gerne unser Online-Publikum einbinden. Hier vorne an der Ecke, genau. Ja, vielen Dank. Erstmal, ich habe noch eine Frage zu den Machtstrukturen in Bezug auf die zärtliche und die rohe Bürgerlichkeit. Sehr spannende Begriffe. Aber kann man die denn wirklich so trennen? Werden die bei dir so getrennt? Haben wir nicht viel eher damit zu tun, dass in ein und der gleichen Person sich beide Anteile mischen? Ich mache jetzt mal einen weiten Weg historisch zurück. Gerhard Schröder vor 20 Jahren konnte sehr empathisch sein in Bezug auf Flutopfer und gleichzeitig sehr unempathisch in Bezug auf künftige Hartz-IV-EmpfängerInnen. Also wir haben ja nun damit zu tun, in ausdifferenzierten sogenannten Demokratien, dass in Personalunionen sich Anteile von beiden finden und wir mit so einer einfachen Zuschreibung oder so einer einfachen Feindbildkreierung meist nicht sehr weit kommen. Also wie sind diese beiden Anteile der Bürgerlichkeit, also wie sind die für dich intrinsisch miteinander verbunden? Wie kann man das auflösen und wie kann man diesem Phänomen begegnen, dass wir eben mit so einer einfachen Zuschreibung da nicht sehr weit kommen? Und dann vielleicht von dort, also wenn ich jetzt dabei bin, sozusagen mit dieser Personalunion und der Verbindung dieser beiden Anteile, du sprichst über Dominanzgebaren, wie setzen wir uns damit kritisch auseinander? Setzt du dich in deinem oder beschäftigst du dich in deinem Buch auch mit dem Dominanzgebaren innerhalb von deklassierten Gruppen? Weil da haben wir es ja auch mit dem Phänomen zu tun, dass diejenigen, die ausgeschlossen sind, in sich auch innerhalb ihrer Gruppierung auch zum Teil systemische Gewalt anwenden. Also das Phänomen ist ja leider auch zum Teil universell. Aber gleichzeitig ist es auch schwierig, zum Beispiel aus meiner Position darüber zu sprechen. Aber diese Binnengewalt, davon spreche ich. Ja, wie weit ist das sozusagen in deinen Denkfiguren auch vorhanden? Danke. Ich würde sagen, du antwortest jetzt vielleicht nicht ganz so lang, wenn es möglich ist. Und ich weiß, es ist schwer. Ja. Ich möchte dich nur drum bitten. Ich versuch's. Ich meine, natürlich, ich habe es ja schon gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass es um einen Lernprozess geht, der lange dauert, der mühsam ist, der ist unter anderem mühsam, weil unterschiedliche Affekte ins Spiel kommen, weil es um Abwehr geht, weil wir uns nicht. Anna Freud hat mal gesagt, wir wollen überhaupt nicht lernen, sondern weil Lernen etwas von uns verlangt, nämlich, dass wir uns verändern. Und wir wollen uns in der Regel nicht verändern. Also damit muss man sich natürlich auseinandersetzen, sozusagen, dass es Affekte, erstens, dass Dominanzkultur auch auf einer Affektkultur basiert, dass sie Affekte produziert und inszeniert und vielleicht auch und natürlich auch instrumentalisiert. Also dass Dominanzkultur darüber funktioniert, dass unsere Gefühle, unsere sozusagen reguliert werden, dass das, was wir mögen und das, was wir abstoßend finden beispielsweise, ja nicht etwas ist, was naturgegeben ist, sondern politisch produziert und gerahmt und eingesetzt wird. Insofern ist es natürlich richtig, dass wir mit der Zärtlichkeit alleine sozusagen nicht umhinkommen. Aber wenn wir die Idee der Zärtlichkeit wirklich stärker verstehen, erstmal nur als eine bestimmte Form, als eine epistemische Haltung, als vielleicht auch eine politische Haltung des, Hannah Arendt hat mit Kant von erweiterter Denkungsart gesprochen. Im politischen Aktivismus reden wir oft davon, in den Schuhen von jemand anderes sich zu imaginieren. Peggy hat eingangs von Solidaritätsangeboten
gesprochen. Also die eigene Position sehr wohl wahrzunehmen, zu reflektieren und vielleicht auch überhaupt erstmal sichtbar zu machen, dass es immer um eine Positioniertheit geht, die aus Sicht sozusagen der Privilegierten natürlich auch in der Weise organisiert ist, dass sie nicht so organisiert ist, dass sie gar nicht umstandslos zur Verfügung gestellt werden kann, weil sie eben nicht als Position, als partielle Position überhaupt schon erkannt ist, sondern eben als vermeintlich universale gefasst ist. Ich weiß, ich werde schon wieder lang. Also die anderen Affekte müssen ins Spiel gebracht werden und als Momente von Macht sozusagen erkannt und bearbeitet werden. Und vielleicht ganz kurz, Tanja, zu deinem Punkt. Nein, damit habe ich mich in der Hinsicht sozusagen nicht auseinandergesetzt mit den dominanzkulturellen sozusagen Erfahrungen und Inszenierungen in marginalisierten Gruppen. Das war jetzt auch nicht der Punkt, der mich jetzt in dem Moment in diesem Buch erstmal interessiert hat, sozusagen. Gleichwohl ich eben theoretisch das Argument mache, zu sagen, wenn unsere Kultur eben, wie Birgit Rommelsbacher sagt, eine ist, die durch und durch sozusagen dominanzkulturell organisiert ist, dann spielt das natürlich auch dort eine Rolle sozusagen. Aber mir ging es stärker um die Frage, was ist die Aufgabe von Personen, die so oder positioniert sind wie ich oder vergleichbar zu mir positioniert sind. Nämlich weiß, akademisch gebildet, mit ziemlich viel symbolischem Kapital, mit ziemlich viel Weltdeutungsmacht, die ich als Intellektuelle habe, sozusagen. Das war die Frage, die vielleicht im Untergrund die Frage, die ich beantworten wollte. Und was folgt daraus, sozusagen? Welche Aufgaben folgen daraus? Peggy meldet sich. Wir haben jetzt aber noch, wo ist noch eine Frage? Ah, Peggy, du hast, aber ich möchte, Peggy, darf ich ganz kurz noch mal das Online-Publikum, dann kommen wir zu dir. Julia. Ja, wir haben hier noch zwei Fragen, also drei Fragen auch an Sabine. Und ich fasse jetzt mal zwei zusammen, weil sie sich so um die Begriffe drehen. Einmal fragt Theresa Coloma-Beck oder weist darauf hin, dass sehr viel über die erste Person Plural gesprochen wird und fragt nochmal nach, wer dieses Wir genau ist und ob das Wir zu bestimmen auch notwendig ist für deine Argumentation. Und die andere Frage richtet sich eher an den Begriff der Ungewählten. Antke Engel schreibt, dass die Figur der Ungewählten hier oder in deinem Buch gezielt zweideutig konstruiert ist, dass du es zum einen am Anfang und am Schluss des Buchs als universelle Figur umfasst und zwischendrin aber explizit Ausgeschlossene meinst oder benennst und fragt, wozu du eben zwei widersprechende Bedeutung des Begriffs damit eingebunden hast. Mhm. Zur ersten Frage zum Wir. Ich habe mich bewusst für das Wir entschieden, auch im Schreiben, zum Beispiel, weil ich das Mann vermeiden wollte. Aber konzeptionell ist das Wir eins, was eben kein Vorausgesetztes ist, sondern eins, was uns immer voraus ist. Also was in der Zukunft liegt und damit aber zugleich gewissermaßen der normative Antrieb ist, um den es geht. Wenn wir uns immer wieder die Frage stellen müssen, wer kann zum Wir gehören? Wie haben wir die Welt organisiert, dass bislang immer nur einige zum Wir gehören können, aber die Aufgabe darin besteht, eine Welt zu schaffen, in der
alle zum Wir gehören können. Ich glaube, so würde ich mein Wir begreifen als eins, was aus der, wenn man so will, aus der Zukunft zu uns spricht. Und die zweite Frage, ja, es geht tatsächlich im Buch um genau diese Spannung auch zwischen den beiden Dimensionen des Ungewähltseins, also die eine eben als theoretische Figur, als eine theoretische Suchfigur, wie ich das genannt habe, die es mir ermöglicht hat, diese Situation von Privilegierung und Relegierung oder Privilegierung und Marginalisierung aufzusuchen und bearbeiten zu können, sozusagen genau das, was vielleicht der Skandal ist, dass, wie Butler und Arendt sagen, dass wir alle gemeinsam ungewählt sind, wenn niemand von uns ausgesucht worden ist. Und dass der Beginn dessen ist, wie wir über das Zusammenleben nachdenken müssen. Nämlich, dass wir alle Ungewählte sind. Dass wir auch mit denen leben müssen, die wir uns nicht ausgesucht haben und die wir uns niemals aussuchen würden. Dann haben wir nämlich genau diese beiden Dimensionen. Dann ist die wenn ich die Frage jetzt richtig verstehe, sozusagen die universale Dimension genau dieses, dass wir uns, wenn wir aus der Perspektive des Ungewähltseins gucken, diese Situation aufsuchen können, wo der Umstand des Ungewähltseins sozusagen differenziell verteilt wird. Die einen können zu den Freien werden, weil sie sich als Gewählte imaginieren können und die anderen eben zu den Ungewählten machen. Was nicht heißt, dass wir, also es geht nicht um eine, bei Hart Negri beispielsweise, um die Multitude sozusagen, die Vorstellung, die Unterdrückten aller Länder sozusagen vereinigen sich, sondern es geht wirklich eher darum, um diese Idee, was heißt es wirklich, davon ausgehend zu denken, dass alle das gleiche Recht haben, zu existieren. Peggy, mit der Bitte um eine kurze Frage, weil wir haben gleich 9 Uhr und wir haben schon ein sehr, sehr, sehr aufmerksames, tolles Publikum, aber ich denke, so langsam müssen wir zum Schluss kommen. Peggy, du. Ich hatte eigentlich gar keine Frage, sondern Beobachtung. Ich fand den Austausch jetzt wirklich sehr spannend und auch wichtig. Also die Frage nach den dann innerhalb von den Deprivilegierten dann auch verschiedenen Hierarchien in diesem Wir. Und Sabine, so habe ich auch nicht dein Buch gelesen und du hast das ganz vehement deutlich gesagt, das war deine Sache nicht. Ich fand bloß die Interaktion sehr, sehr interessant und spannend, weil das, glaube ich, ein bisschen die Gefahr birgt, wenn wir zu schnell in die Vergesellschaftung von Wir gehen. Mhm. Und das, glaube ich, würde ich gerne uns noch mitgeben wollen, dass dass wir der Diversität anstreben sollten, viel mehr als sofort einen Schritt weiter zu gehen und eben, du hast es jetzt nochmal konkretisiert, dass dein Wir aus der Zukunft sozusagen uns einholt. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Mhm. Und ich glaube, dass wir durch die Ausdifferenzierung und klarere Positionierung auch gerade denen, dass auch da auch den Wind aus den Segeln nehmen, die diese Vergesellschaftung von Wir nämlich oft dazu nutzen, um genau diese Teile- und Herrscheprinzipien, die wir auch besprochen haben, anzuwenden. Vielen Dank. Gibt es jetzt hier im Raum noch eine letzte Frage? Ja, also ich denke, wir leben doch im Hier und Jetzt und ich bin eigentlich sehr weit von dem Wir und Gemeinschaft entfernt, denn ich denke, es zum Beispiel, was passiert mit den Menschen in Belarus, die zwischen Polen und
dort gefangen sind. Also es wäre doch jetzt ein Handeln angesagt, aber da höre ich kein Wir, keine Gemeinschaft von irgendeiner Partei zum Beispiel, sondern nur wird vielleicht vorübergehen. Also es ist doch ein Handeln angesagt und ich will mich nicht verstricken in solchen Ideen, sondern es muss jetzt was passieren und eigentlich passiert genau das Gegenteil. Man schottet sich ab und man will gar nichts davon hören. Also ich würde da ansetzen wollen. Ja, in jedem Fall. Also das ist die Frage, die es zu stellen gilt und wo es dann natürlich auch um ein Tun geht. Wer sind diejenigen, denen das Recht zu kommen und zu bleiben verweigert wird? Also das ist ja der Ausgangspunkt auch meines Buches gewesen. Und da können wir alle etwas für tun, jeden Tag, das ist richtig. Und sollten wir auch. Ja. Ich möchte mich jetzt bei allen bedanken, an ganz allen voran dir, liebe Sabine, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns Einblicke gegeben hast in dein Buch, in dein Nachdenken, dass wir hier Schlaglichter werfen konnten. Wir haben natürlich nicht das ganze Buch aufblättern können, dafür ist es viel zu dicht, aber ich denke, wir konnten ein paar Denkfiguren besser verstehen und auch dann so gemeinsam einfach ins Nachdenken kommen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Sascha, für deine Fragen, für deine Kommentare, auch als Schriftstellerin und natürlich als Mitdenkende, als Denkgefährtin von Sabine, aber auch grundsätzlich von progressivem Denken. Ganz herzlichen Dank, Peggy, an dich. Leider nur zugeschaltet, aber ich denke, es war trotzdem sehr, sehr wertvoll, dass du wenigstens auf diese Art und Weise dabei sein konntest. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank an Sie, dass Sie den Weg, Sie und euch, dass Sie den Weg hierher gefunden habt, dass ihr so aufmerksam und sozusagen energetisch zugehört habt, trotz der Situation. Ich denke, das hat uns hier auf dem Podium wirklich getragen. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank online an das Publikum, das ich jetzt immer nur so vermittelt adressieren kann, aber das natürlich genauso wichtig ist und uns genauso trägt, auch wenn wir das jetzt noch nicht direkt so gespürt haben. Ein kleiner Hinweis, Sabine signiert. Das ist jetzt für die Online-Leute ein bisschen schade, aber wer Lust hat, wer schon ein Buch hat, wer noch ein Buch erwerben möchte, Sabine signiert und kommt mit Maske natürlich und Abstand gerne nach vorne und dann wäre das doch ein wunderschöner Abschluss. Ganz, ganz herzlichen Dank. Kommt gut nach Hause, bleibt gesund. Tschüss.